Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf dem How to Bodybuilding oder How to Bodybuild Channel im Shit Talk. Ich habe heute drei Gäste und ich lasse die erstmal reden, weil ich essen möchte. Und wir fangen beim schwächsten Gast an. Das wäre heute der Chris. Achso, ich bin Nee, der Chris, der ist ja ja. gerade. Der kann ja mal selber erzählen, was bei ihm gerade so los ist. Ich habe mit ihm Privatkontakt, das wissen ja die Leute hier so nicht, was bei ihm, oder die, die seine Storys verfolgen, wahrscheinlich schon, aber der kann ja mal erzählen, was hast du gestern gemacht, was hast du heute gemacht, warum bist du so ausgelaugt, warum siehst du so aus, als ob du entwässert hättest? Ja, jetzt geht's ja gerade. Das ist das Fett, weil ich halt. Ich habe schon so eine fette Schicht Fett gerade auf dem Gesicht, Alter. Ja, weiß ich nicht, Freitag war ich bei William, Video drehen. Halt erstmal Wuppertal hin zurück, du kennst das ja, ne? Dann gestern auf der Dennis Wolf, da habe ich den hässlichen Glatzkopf da oben getroffen. Bist du heimlich abgehauen? Mama, Mama. Warte kurz, was ist? Ja, du kannst davon, ja, saugen, ja, das hört man hier nicht, ja. Warte. Oh, ich muss mich sammeln kurz. So. Ich hatte die Woche viel Essen. Montag bis Donnerstag. Immer so 800 bis 1100 Gramm Carbs mit Meckes dazwischen und so weiter. Damit das Gewicht mal hochgeht, weil die Form halt steht. Ne? Also es zulässt und wegen der Zeit. Da hatte ich Freitag wenig. Freitag hatte ich 300. Dann hatte ich Samstag 250. Und da fing. Kohlenhydrate für, ne? Ja, genau. Ja, Fett so 40. 40, okay. Und dann fing es an, dass ich halt auf der Dennis Wolf bin ich einmal unterzuckert. Ich saß bei den Zuschauern und dann habe ich so gemerkt, okay, die wird ein bisschen schwindelig und so, ne? Kennt ihr ja alle. Meinst du, das kommt dadurch, dass du irgendwie unterwegs bist oder irgendwas machst und halt nicht ruhig Nein, sitzt oder nein, nein, woher kommt das? das war das, wenn du das viele Essen hast, ich habe ja echt viele High-Tage gehabt die letzten 5 Wochen, ne? Und wenn ich dann diese Low-Tage habe, wo dann schon ein krasser Unterschied ist, ich habe ja an den High-Tagen trotzdem noch sehr viel Cardio. Wenn ich jetzt so wenig Essen habe, dann ziehe ich das Cardio ein bisschen runter, weil es halt unnötig, das Essen macht seine Arbeit, ne? Aber die Insulinsensitivität, die ist jenseits von Gut und Böse, Alter. Also dann geht das halt direkt. Und dann bin ich ins Auto und saß ich 20 Minuten im Auto zum Klarkommen. Hab Hähnchen mit Bohnen gegessen. Da hat Thomas sich drüber schlapp gelacht. Das hat jetzt nicht unbedingt geholfen, ist klar. Aber wenigstens hatte ich was im Magen. Ich habe gesagt, du sollst Pizza essen. Ja, nee. Dann bin ich wiedergekommen. Dann bin ich wiedergekommen. Und dann nach einer Stunde fing es halt wieder an. Ne? Dann fing es wieder an und dann dachte ich, boah, ne, Alter, das gibt's dir nicht mehr. Und dann hatte ich ihm noch geschrieben, nimm mal bitte auf, aber er hat es nicht mehr gelesen. Nee. Und dann bin ich gefahren, weil ich war alleine da und ich musste auch noch alleine dann die 2 Stunden fahren. Warum Ne? hast du eigentlich nichts gesagt, Alter? Ich wäre zu dir rübergekommen, wenn wir zusammengefahren, wenn ich alleine fahren Digga, ich wolltest. habe an gar nichts gedacht, die Tage so. Ich war froh, dass ich das alles so hingekriegt habe. Ja, dann nach Hause, dann noch mal kurz Cardio gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Hatte dann auf heute auch ein halbes Kilo mehr, ist halt nur Wasser gewesen. Also Fett habe ich verloren, safe. Ist halt dann nur Wasser durch den Stress, weil den ganzen Tag Und auf vor dem allem, Rhein. welches Ne? Fett, Digga? Du bist einfach schon seit 5 Wochen komplett trocken. Wollte gerade sagen, Alter, was willst du noch viel verlieren? Ja, so ein Kilo Fett geht noch, glaube ich. Aber das kommt noch. Heute war ich also war ich gebucht für eine Studioeröffnung. Die Die du mir habe ich weggenommen schon. hast. Die du mir weggenommen hast. Weil ich habe dir nicht geantwortet. Ich Ich meinte, habe ich auch melde eine mich. gekriegt. Wie heißt das Studio? Bramsche. Ja, Eragon Bramsche. Ja, hat mich auch gefragt, aber das ging auch nicht, ja. Ja, nur Ja. Mike haben sie auf Insta so nebenbei gefragt, mir hat der Regionalleiter geschrieben per E-Mail, das ist halt der Unterschied, Ich weißt mache so. du? Oh. Nein, Spaß, Mann. Das war die Reihenfolge, die wollten Spaß, Chris konnte nicht, dann haben sie Mike gefragt und dann dachten sie sich, ach scheiße, das ist Mann. den wollen wir und der konnte auch Nein, nicht. wär geil, echt, wenn Mike auch da gewesen wäre. Auf jeden Fall, ja, war ich da dann heute. Da bin ich um 7 zurückgekommen. Hab heute auch nicht trainiert, weil heute war ich 200. Cardio? Hä? Cardio? Ja, halbe Stunde morgens und 40 Minuten da. Heute habe ich 200 Carbs. Ja. Und ich denke, morgen gibt es dann wieder mehr.
für bis zu FIBO. Dann Also viel mehr. hast du das noch genau. Fünf Wochen. Ja, so ein schön Gegensteuer, ne? Ja, guck mal, Alex, also Alex hat gesagt, diese paar Tage erlaubt er mir, ne? Ja. Wenn ich dann so 4, 5 Tage wirklich so elendig viel essen hatte, der Magen so voll ist, die Verdauung langsam nicht mehr hinterherkommt, ne? Dann erlaubt er mir so 2, 3 Tage low. Da gibt es dann auch eigentlich immer einen Form-Progress, ne? Nochmal. Aber dann geht es halt wieder hoch, weil er hat gesagt, drücken, 1 Woche, 1,5 Wochen brauchen wir nur. Und das machen wir Yes. erst nach der FIBO. Nach der FIBO sind es, also FIBO Samstag wären es noch 4 Wochen. Wenn wir dann zum Beispiel die Woche Montag bis Sonntag drücken oder so, dann sind wir, ne, haben wir das Ding eigentlich drin und haben noch 3 Wochen. Also ich darf erst nach der FIBO dann richtig. Und bis dahin soll ich halt dann auch noch ein bisschen haushalten mit Cortisol und so weiter, ne? Macht ja alles Sinn. Die Fülle ist ja da. Also es funktioniert voll, was wir machen bis jetzt. Wichtig ist, dass die Fülle da bleibt. Ja, genau. Ja. Wie ist es bei dir bei den Beinen? Verlierst du da schnell an Volumen, wenn du richtig abziehst? Nee, es dauert. Also Ja. würde ich jetzt 2 Wochen wenig essen mit viel Cardio, dann ja. Aber bis jetzt halten die eigentlich super. Weil ich habe zwar viel Cardio drin, aber das viele Cardio mache ich meistens an den Tagen, wo ich auch viel Essen habe. Also der Körper pumpt das dann so durch, weißt du? Jetzt, wenn ich heute zum Beispiel nur eine halbe Stunde morgens gemacht habe, dann 40 Minuten da im Gym so auf Billo, das merkt mein Körper gar nicht, quasi von dem, was er eigentlich gewohnt ist. Ja. Das Gewicht. Gestern 101,5, heute 100, 102,0, also diese 500 Gramm Wasser. Ich schätze, morgen ist es dann auf 100 irgendwas wieder. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo es dann wieder hochgeht, so auf 103,5. Ziehen wir das Lowest dann. war? Lowest war vor 3 Wochen 99. Da sah ich aber schlechter aus eigentlich, wie Freitag bei Rian zum Beispiel mit 103. Ja, da war es dann leer, ne? Ja, also wir haben eigentlich auch gut Progress gemacht so die letzten paar Wochen. Ja. Ja, es läuft schon. Passt schon. Einzige Stelle, wo es noch ein bisschen muss, ist Rücken, ne? Und sonst ist ja wirklich. Ja, wobei ich bei Rücken auch mal gespannt bin, wenn wir entwässern. Wir entwässern diesmal auch zum ersten Mal richtig, sage ich mal. Also nicht nur mit einer halben die Tüte einen Abend davor. Bin ich auch mal gespannt, wie der Rücken dann aussieht. Das kenne ich noch gar nicht. Ah, Aber ich weiß. ja, Ja, aber Rücken muss, ja, Rücken ist das Einzige, was noch ein klein bisschen nachziehen muss. Ja. ja. Arsch ist, glaube ich, hauptsächlich Wasser. Ja. Sagen wir mal, die ganzen. Generell sieht generell. Jeder, der vor. Jeder, der vor. Dumme, man hört dich ein bisschen leise. Generell sieht sehr, sehr fettfrei aus. Ja. Ach ja, der Fisch, Alter, sein Hört man verborgenes gar Talent. nicht. Ja, der Hört Fisch man hat nicht nicht. mehr. Der Fisch ist untergegangen. Vorführeffekt. Chris kann es bezeugen. Aber ist brutal, der Sound eigentlich. Lass es sein, Digga. Hör Ach, auf. scheiß drauf. Ich zeig's euch irgendwann, wenn die Kamera nicht an ist. Das ist Lampenfieber. Ja. Zu Kevin. Jo. Du hast ja jetzt auch zugesagt, weil du die ganze Woche gleich wieder gearbeitet hast, ne? Bis von morgens bis abends was erzählt, ne? Ich habe einen coolen Post gesehen von Manuel heute, den er da verfasst hat. Dann habe ich, glaube ich, einen Formcheck von dir gesehen, wo du deine Form gezeigt hast, 116 Kilo, glaube ich, ne? Jo. Ja, wie sieht aktuell bei dir aus? Wie läuft's? Wie läuft das neue Training? Wie läuft die Fülle? Man sieht dich hier vor der Kamera jetzt. Letzte Woche hast du rumgeheult. Oder wo ich in Polen war, hast du noch rumgeheult. Und jetzt siehst du hier so aus. Ja, läuft. Also ich hatte jetzt meine zwei Scheiß, meine eine Scheißwoche. Ja, eineinhalb. Das war letzte Woche Freitag, ging es los mit viermal Nacht, einen Tag frei und jetzt seit Donnerstag viermal früh. Jetzt habe ich Wochenende. Ja, aber dementsprechend fühle ich mich jetzt auch, dass ich mal, wie gesagt, die Arschlochwoche habe dreimal trainiert jetzt die Woche. Siehst auch müde aus, Alter. Ja. Ja, ich bin noch echt im Arsch. Deine Augen. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau, habe dreimal trainiert die Woche, keine Beine. Beine mache ich dann morgen oder am Dienstag. Ganz einfach, weil das ja regenerativ mich einfach noch mehr in den Sack hauen würde als die Woche eh schon. Nächste Woche habe ich dann eine gute Woche. Einen Tag habe ich mir freigenommen zwischendurch und dann habe ich noch zwei Nachtschichten.
Und den Rest der Woche habe ich dann frei. Das heißt, da wird dann ein bisschen mehr trainiert. Also werde ich schon schauen, dass ich so 4, 5 Mal schaffe. Mal schauen, was der Körper so hergibt. Nee, und ansonsten ist diese Woche eigentlich, die ich jetzt hinter mir habe, immer die Woche, wo das Gewicht auch so fällt. Wollte ich gerade Also, fragen, nämlich. ja, immer so um zwei, ja, 1,5, 2, 2,5 Kilo, je nachdem. Und diesmal halt gar nicht. Hast Also. du Kohlenhydrat-Tage, wo du dann Tage, wo du mehr Kohlenhydrat ist, weniger Kohlenhydrat ist oder immer Nee, gleich? wir haben komplett gleich, nur wenn ich trainingsfrei habe, habe ich quasi eine Mahlzeit weniger, weil ich die ganzen Shakes nicht dabei habe. Hm. Aber sonst lassen wir das immer alles gleich. Und 2 Cheats halt die Woche. Können auch mal 3 werden bei mir oder 4, aber das macht. Ja, das macht bei mir eh nichts, weißt du? Also ich tue mir eh schwer zuzunehmen. Also Ja. eher gut, habe ich dann das Gefühl. Solange ich mir nicht die Verdauung damit schrotte, ne? Ist ja gut, dass Kevin nichts abgenommen hat, trotz der freien Woche eigentlich dann. Ja. Ja, das ist sehr gut. Stimmt. Ja. Manu hat auch ganz viel geschrieben und das tut mir so leid. Wir haben, glaube ich, 15 Minuten Sprachnachrichten hin und her getauscht über meinen Reel. Was ich. Wer? Manuel Bauer, ich habe die ganze Zeit Achso. Sprachnachrichten hin und her geschickt und das tut mir voll leid, weil ich den ja null angesprochen habe. Ich habe ja diesen Catcher gemacht, 95% der Oldschool-Sachen sind absoluter Bullshit. So, und das ist ja so für die Leute einfach nur, damit die dranbleiben und neugierig sind, was denn jetzt gesagt wird. Und damit habe ich ja null den Manu gemeint. Ich habe ihm auch geschrieben, es gibt so 2, 3 Leute, zu denen würde ich mich selber ins Coaching begeben und da gehört Manuel Bauer dazu. Mike natürlich nicht, aber Manuel Bauer. Auf jeden Fall. Und ich glaube aber, wir haben das geklärt. Also, das war wirklich diese, das war halt so eine Phrase, die man rausgeschossen hat, um das halt einfach so ein bisschen. Zack, dass man die Leute halt catcht damit, ne, und dass man dann dranbleibt. Absichtlich leicht überzogen, so Ja, provozierend. ja. Und der Manu hat ja auch einen super Ansatz und alles, was wir gesprochen haben, hat er ja auch 100% recht. Und ich meine ja auch null irgendwie jetzt den Manuel Bauer mit Oldschool ist scheiße oder ihn irgendwie oder irgendwas, gar nicht. Er ist 0,0. aber auch nicht typisch oldschool, ist er nicht. Habe ich mir auch geschrieben. Also Also er muss sich gar nicht angesprochen fühlen, gar nicht, null. nein, null. Also meine Prep hat nichts mit oldschool zu tun, gar nicht. Das Einzige, wo er oldschool ist, ist keep it simple, zieh deinen Scheiß durch Ja. und kein Schnickschnack, weißt du, irgendwie in der Peak Week, sondern einfach nur, ja. Es ging dann auch eher über die allgemeine Einstellung der Menschen und gar nicht über dieses Trainingssystem. Manu hat halt gesagt, früher hatten die Leute noch Biss, die haben sich den Arsch aufgerissen. Und dann sage ich ja auch, das stimmt ja auch total. Ne? Aber das war ja auch gar nicht, worum das Reel dann ging. Das Reel ging ja dann einfach nur darüber, dass man ja ein Trainingssystem natürlich trainieren muss. Und natürlich auch eine Ahnung haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Muskel, wie man den trainiert oder wenn man jetzt seine Arme verbessern will, dann sollte man ja auch wissen, dass Arme vielleicht auf wenig Volumen besser reagieren, weil man eben mehr Muskelfasern mit weniger Sätzen aktivieren kann, anstatt jetzt 100 Sätze Arme zu machen. Also man muss ja einfach nur verstehen, was man macht. Und das ist so die Message, die ich rüberbringen will, dass sich die Leute halt einfach mit der Zeit weiterbilden, dass sie sich Gedanken machen über ihr Training, über ihr hier Fatigue-Management, wie nennt man das? Ermüdungsmanagement, wie beim Kevin jetzt. Es ist ja voll in Ordnung, wenn er eine anstrengende Woche hat, dass er nur dreimal trainieren geht. Weil was soll er sich denn jetzt 6-mal totknüppeln, wenn er eh schon voll am Arsch ist? Weil das Training, das er dann macht, da sind vielleicht noch 2 gute Trainings dabei und 4 sind einfach nur für den Und im Arsch. schlimmsten Fall verletzt du dich. Ja, und im schlimmsten Fall so. Und das war ja Ja. einfach nur so die Message. Also, und ich mag es ja auch, dass ich mich mit meinem Training beschäftige und ich mag verstehen, was und warum ich wie mache und bla bla bla. So, das ist einfach nur so die Message, die ich rüberbringen wollte. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie es denn dir geht, bevor wir jetzt in solche Themen reingreifen. Wie geht's dir? Wie läuft es bei dir? Bist du wieder komplett gesund? Bist du fit? Hast du irgendwelche Leute gehabt, die jetzt gestartet sind? Was hast du Ja. getan die letzte Woche? Ich bin wieder voll gesund. Ich bin auch wieder voll da. 111 Kilo hatte ich jetzt wieder drauf. Wieder, ja. Magen-Darm hat mich irgendwie gefühlt einfach nur 3 Wochen nach vorne gepustet, was die Form Ja, habe ich angeht. dir gesagt, Alter. Ja, erstmal voll die Ja. Verkauf einfach dein Magen-Darm-Programm online. genau. Ja, nein, und dann hatte ich jetzt 2 Leute noch auf der Dennis Wolf. War ich auch total zufrieden. Ein kompletter Newcomer, der hat einen 6. in der Open gemacht und einen 5. in der Novice und einen Athleten in der Männer 3, der hat den 4. geholt in der Open. War mega happy. Dann hatte ich gestern, nee, heute noch einen auf dem Schweizer NPC-Wettkampf. Der hat den 4. in der Männer 2 gemacht. Dann waren wir gerade noch bei den Schwiegereltern danach. Und ja, war eigentlich ein rundum cooles Wochenende.
Wettkampf war eigentlich auch ganz schön, war ein bisschen mau besucht, ne? Also waren, glaube ich, nur 100 Ja, Starter. war nicht viel los. Ja, es Ich war glaube, dass. ausverkauft, aber die Starter waren nicht so viel. Ja. Ich habe gehört, waren knapp über 100 Starter gerade mal. Genau. Digga, als ich. Man muss. Als Ja, ich erzähl, sorry. 2022 da war, da waren das 400 oder so. Das war Aber das ist auch so damals. behindert, weißt du, jetzt haben sie eine größere Halle genommen beim Ruhrkongress Bochum und jetzt kommen ja nicht genug Starter. Das ist halt auch ein Arschtritt irgendwie, ne? Ja, Schon. da muss man sich voll, glaube ich, Gedanken machen. Und das Problem ist, du planst halt ein Jahr vor oder ein halbes Jahr vor oder sowas. Und du hast halt aktuell dieses Jahr komplett so viele regionale Shows. Und Ja. die Leute, die halt starten wollen, die wollen sich dann eher so diese coolen Shows nehmen. So, ich habe jetzt mit einem Kumpel geguckt, der wollte im Herbst starten. Hat mich gefragt, ey Mike, was empfiehlst du denn? So, also haben wir so geguckt in den Kalender und du hast zig Wettkämpfe dann, also regionale. Und das sage ich zu ihm, Digga, den würde ich machen hier. Wenn du einen in Erlangen hast, sage ich, mach den mit. Oder wenn du einen hier hast, dann mach den mit. Und Ja. dann guckst du die anderen so an, so das Spiel ist weiter Classic oder sowas. Da sag ich, ja, Digga, das ist jetzt ein. Da kannst du hingehen, wenn du mal einfach nur eine Regio brauchst, damit die in deiner Vita steht, damit du im Pro-Qualifier starten möchtest. Aber dass du da jetzt in der Topform hingehst, wie so eine, was war davor die Woche? Invictus Cup. Genau, sowas, was wir mit Kevin gesprochen haben, dass du da mit einer akzeptablen Form hingehst und nicht mit so einer Bananenform. Sag ich, dann such dir so einen Bananenwettkampf aus und wenn nicht, dann suchst du halt irgendeinen cooleren Wettkampf aus, weil viele Leute da sind. Und ich glaube, das haben dieses Jahr ganz viele Leute befolgt, die haben dann lieber den Invictus Cup gemacht, als den Dennis Wolf, weil es war halt eine Woche danach und ja. Die Halle war ausverkauft, ne? Also Zuschauer waren ja voll. Ah, okay, das ist Ja. gut. In Dennis Wolf, ja? Ja, war komplett ausverkauft. Also Zuschauer waren viele da. Das war Okay. echt cool. Also von daher, ich glaube, das war eine gelungene Meisterschaft. Waren Ja. nur etwas weniger Starter, aber 100 war trotzdem okay. Ne? Weil. Ja. Ja. Okay. Dann können wir vielleicht mal so, es ist ganz cool, heute ist Sonntag, hätten wir jetzt den Podcast Mittwoch aufgenommen, hätten wir ganz wenig, also weniger Themen. Und jetzt ist halt so dieses ganze Wochenende wieder verlaufen und es ist ganz viel passiert. Unnormal. Ja. Und vielleicht können wir jetzt mal irgendwo beginnen, um das mal Hau das Dickste datentechnisch. raus. Hau das Dickste raus. Ja. Michael Dabul wurde bei Two Bros Bro verprügelt und die Ja. sollten alle Two Bros Bro boykottieren, weil ich Ja. schon letztes Ja. Jahr gesagt habe, dass das ein richtiger Hurensohn-Verein ist. Habe ich Jeder auch. Habe ich auch. Einzelne, ja. Ich wollte eigentlich im September starten oder September, Oktober so rum, also später Sommer, Sommer. Und da waren fast alle Wettkämpfe von Two Bros Pro veranstaltet. Und deswegen habe ich gesagt, nee, Ja. dann gehe ich lieber wieder nach Rumänien und nach Prag, kriegt da vielleicht eins auf die Fresse, weil da viel stärkere Leute wahrscheinlich kommen. Aber das gebe ich mir nicht, habe ich mir gedacht. Nach der Warnung, so wie du es Ja, geschildert hast, Alter. Jetzt war. ich kenne die auch zu Ja. genügend mittlerweile. Du kennst die Amateurwettkämpfe von denen, die sind noch billiger. Also, Profi-Wettkämpfe waren schon billig, aber die Amateurwettkämpfe sind noch billiger. Da war ich 21 in Dänemark dann. Wir beide. Waren wir beide, Der stimmt. war Ja. Rotze, Alter. Die letzte Ja, mit Rotze. diesen Klappstühlen. Ja. Draußen war es so kalt, Alter. Die haben uns Du vor hast der Halle mich stehen schwitzen sehen, lassen. Alter. Es war Digga, räudig. ich hab in Rauschradar England. von unten. Ich habe in England noch nie einen Klappstuhl gesehen. Ich lag immer auf dem Boden. Nee, Nein, ich meine Zuschauer. Klappstühle bei den Zuschauern. Ach Zuschauer so, saßen ja, auf da, ja, da waren auch dem. Klappstühle, ja. Das ist Mit aber so einem eine, Stand, so du konntest eine. nicht mal einen Kaffee holen oder irgendwas. Es war gar nichts Ja. da, Alter. Nee. Das ist also bei uns in der Schule hat das früher Agora genannt. So eine Aula. Und dann haben die einfach Klappstühle hingestellt, Scheinwerfer von unten, ein Plakat hingehangen und das ist unser Wettkampf. Dafür kassieren wir ordentlich ab, Alter. Das ist Hier unnormal, Hacke. mit was weiß ich, 250 Pfund Anmeldung, 250 Okay. Pfund Ja. Coaching-Armband, Ja. Presseschein, ich glaube, dieser Presseausweis. $100, glaube ich, sollte das Ja, kosten, weiß ich ne? nicht. Ja, krank. Ja, der Michael Dabul hat es ja auch gepostet. $50, um aufs Gelände zu kommen und dann $65 pro Kategorie, hat er geschrieben. Pro Kategorie. Ja, ich habe das anders verstanden. Ich habe irgendwie gelesen bei ihm, dass du $50 zahlen solltest für den Profi-Wettkampf, der dort war, für die Bikinis oder sowas. Irgendwie so. War da irgendein Pro-Wettkampf gewesen gestern? Der Bikini. Bikini, ne? Und jetzt das Gesamtpaket gebucht für 85, jetzt so alles gucken können. Aber Pass nur für auf. diese eine Klasse wollten die $60 haben oder Pfund oder so. Ich war doch 2020 mit William da. Das war noch in London, das war aber auch Two Bros Pro. Ne? Ich war ja dreimal auf demselben Amateurwettkampf quasi. Und da hatte ich meine Klasse dann durch Bodybuilding und ich wollte William zugucken. Ging Haben nicht. sie mich nicht Ja, reingelassen. stimmt, erinnere ich mich noch. Hätte ich für die Classic Physik
Abteilung ein Zuschauerticket kaufen Das meine ich müssen, ja, man musste als ganz froh. Bodybuilding-Athlet, der teilgenommen hat. Ganz froh sein, dass sie mich zusammengeschlagen haben. Ja. Aber wobei ich dazu sagen muss, in Prag war das genauso, ne? Wenn ich, also als ich gestartet bin auf dem Profi-Wettkampf, konnte ich nicht nach dem Wettkampf in den Zuschauerraum zu meiner Freundin mich hinsetzen und dann zugucken. Das war aber bei mir dieses Jahr kein Problem. Letztes Jahr. Ja, ja. Ja, gar kein Problem. Ich konnte rein und raus. Okay. Ich hätte sogar für meine Mutter noch einen Backstage-Pass kaufen können für 50 Dollar, 50 Stimmt, Euro. das geht auch. Ja, das Ich hätte geht, das drei stimmt. Leute oder so mit hinten reinnehmen können. Habe ich dann aber Ja. aus Respekt natürlich nicht gemacht, weil ich es selber scheiße finde, wenn ich da dann die ganze Ja. Bagage dabei habe. Ich habe irgendwo, bin ich richtig frech geworden. Das war, glaube ich, in Mailand. Da wollte ich, ach so, genau, das war in Mailand. Und da wollte ich vorne zu meinen Kumpels, ich wollte mein Handy in die Hand geben, damit das nicht hinten rumliegt, damit er was filmen kann mit meinem Handy. Wollte ich ihm das geben. Und dann war da vorne von der Security einer, meinte, ja, du darfst hier nicht rein. Ich sage, Digga, ich bin Athlet, ich habe mein Handy hier, ich gebe es nur meinem Kumpel, ich muss gleich auf die Bühne. Er sagt zu mir, nein. Und dann da bin ich richtig frech geworden, Digga. Und dann kam noch mal eine zweite, kam aber eine dritte, habe ich angeguckt. Ich hab gefragt, oder auf Englisch sage ich jetzt so, ne? Seid ihr jetzt cool oder was? Sage ich zu dritt so, seid ihr jetzt Hammer oder was? Habe ich meinen Kumpel angerufen, dann musste der kommen, dann durfte ich das Handy in die Hand geben und ich durfte nicht durch, Alter. Richtig, also komplett realitätsfremd, dass sie den Athleten nicht in den Zuschauerraum lassen, damit er was abgeben darf. Ja, Mann. Ja, aber das sind im Endeffekt, musst du da sagen, das sind ja nur Security-Mitarbeiter, die ihre Anweisungen befolgen dann. Wenn die sagen, darfst Diggi, vorne, ja, oder? wir können nach der Kamera mal hier quatschen, wie Security-Mitarbeiter eigentlich arbeiten sollten und wie nicht. Und da ist so ein Funken Menschlichkeit und ein Funken Menschenverstand, wo du sagst, hey Digga, alles klar, geh kurz rein, gib ab, komm wieder. Du bist doch, Ja. er sieht ja, du bist ja ein Wettkämpfer, braun angemalt, Posing-Schlüpper, hast nur ein T-Shirt drüber. Ich setz mich doch nicht dahin, Alter, und geier dann, weil ich 40 Dollar nicht ausgeben wollte oder so, Man lernt weißt immer, immer deeskalierend arbeiten. immer, Genau. ja. Ja. Und das funktioniert auch bestimmt immer ganz gut bei uns allen. Ich musste mich, letztes Jahr habe ich mich einmal zusammengerissen, musste ich aber, weil sonst wäre dumm gewesen. Warum? Bei der Anmeldung. Bei der Anmeldung, ich habe die oft Auch bei Two gepostet im Bros Vorfeld, Pro? ne? Two Bros Pro? Ja, klar. Ja. Ich habe die oft gepostet im Vorfeld und sowas. Und viele Follower haben da denen wahrscheinlich auch geschrieben und so einen Scheiß kann ich ja nichts für, ne? Und dann bei der Anmeldung, ich gebe da meinen Zettel, krieg die Nummer und so einen Scheiß. Und die kannten mich ja, weil ich ja das dritte Mal dann da war. Habe auch schon so mit denen gequatscht, mit diesen beiden Two Bros, ne? Mit den beiden One Bros. Und dann nimmt er meinen Zettel, guckt und der hat mich nicht mal angeguckt. Ich stand vor ihm, er saß am Tisch, er guckt auf den Zettel, sagt, ah, the famous Chris. So abwertend, ne? Weil das war die Zeit, wo ich diesen Hype gekriegt habe mit den Followern und so einen Scheiß, ne? Er sagt so, ah, the famous Chris, unterzeichnet irgendwas, guckt mich nicht einmal an. Ich versuche mit ihm zu reden, er sagt kein Wort, guckt nur auf den Zettel, hat nur den einen Satz gesagt, gibt den Zettel weiter, macht so, aber guckt nach unten. Hat er seine Audemars Dummes Piguet-Dinge gemacht? Schwanz. Weiß ich nicht. Ja, die Da haben war ich war kurz davor, Alter, ihn richtig zu beleidigen, aber einen Tag vor dem Wettkampf wäre es auch doof gewesen. ja, wir sind ein bisschen doof gewesen. Ja, aber die hatten, der hatte irgendwas gegen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. In Dänemark, wo wir da waren, ist der Backstage rumgelaufen, behangen wie so ein, keine Ahnung, Zuhälter, Alter. Audemars Piguet um Brillis in den Dinger. Den du meinst, das ist ein Promoter von denen. Das Ist ist das nicht der? einer Der von mit dem denen. Zopf? Der mit dem Zopf? Hat Ja. einen, so ein großer, ne? Naja, das ist. Ja, aber das ist keiner von den beiden. Nee, es ist ein Promoter. Und der eine von, Ja. also die beiden oder einer von denen ist so ein grauhaariger, bisschen dickerer Typ im Bauch. Ja. Das ist einer von den Hauptleuten da, von diesen One Bros. Ja. Also Da hast du den, ich glaube, die habe ich hast du immer nur den Promoter gesehen bei und der dachte. Anmeldung hast du den gesehen. Du meinst, es ist der Promoter, der so rumlief. Ja, den meine ich, okay. Der war mir auch unsympathisch. Okay. Ja, Egal. da lief auch hier wie heißt denn der Typ, der jetzt so viel auf Instagram macht, die auch für Fuad, diese Berichterstattung, dieser AJ. Ja, AJ ist aber nett, so wenn du mit dem redest, muss Genau, schon. und der war auch da gewesen, schon damals in Dänemark. Da war der noch nicht so bekannt, da war der in der Szene bekannt, aber noch nicht so. Und jetzt ist er ja bei Fuad, macht er die Berichterstattung und der guckt sich jeden Wettkampf mittlerweile an, regional und nicht, und repostet und Ja. Ich habe postet jetzt und keinen Nachnamen, aber mit K, Kelly, AJ AJ Kelly. Kelly Robert. Ja, Ja. okay, ja, dann weiß ich, was man meint, ja. Genau, Ja. ja.
Aber ich muss die Situation so mal vorstellen, wie das ist. Du gehst als Profiathlet auf einen Wettkampf, hast deinen Athleten dort. Du möchtest nach dem Wettkampf Backstage gehen, Seiner gehst Freundin, einfach ne? durch. Ja, ist Ja, ja egal. Freundin. Also, und du gehst da hin und nach dem Wettkampf kommen dann vier Leute und treten auf dich ein und verprügeln dich. Eben bevor ich in dem Podcast bin, hat sich einer von denen ja geäußert und die haben gesagt, dass der Michael Dabul wohl vorher schon mit frechen Kommentaren und mit schlechtem Verhalten auf dem Wettkampf aufgefallen Ja, ist. und? Aber dann Genau, Digga, und ist zu Grund. scheißegal, du Wollte ich gerade verprügelst dich zu sagen, aber es ist viert. immer noch kein Grund, einen mit vier Leuten dann zusammenzutreten, Alter. Ne? Außerdem ist Vor allem das nicht mit so einem England. Krankenhaus, Alter, weißt du? Das ist ja, die müssen ja richtig zugelangt Ja, haben. erst mal das. Außerdem ist das Englands bester Classic-Physik-Athlet, meine Ja, Fresse, ja. Alter. Was ist denn Normalerweise hätte der das? einen VIP-Platz kriegen müssen und für umsonst. Was ist denn das als Veranstalter? Jetzt mal ehrlich, ich hoffe, die kriegen eine richtige Schelle dafür Ich von glaube nicht. IFBB. Ich sag dir ganz ehrlich, die werden das alles auf die Ja, weil sie Geld armen kriegen. Ja. Security-Leute rüberschieben, Zwei dass wurden sie nicht, verhaftet. ja, dass sie nicht qualifiziert genug waren, dass die das waren, dass es da wohl provoziert hat. Das wird so ein bisschen umgelenkt. Ist völlig normal. Und ich denke, dass die IFBB Pro League nichts dagegen machen wird, weil es dort nur um Geld geht, was das angeht. Ja, Aber es ist ja genau. cool zu sehen, dass auch er sich über Two Bros Pro beschwert, weil ich glaube, das immer so im Kopf gehabt in Deutschland, aber dann scheint das Ding ja wirklich weltweit so oder zumindest europaweit so Ja. zu sein. Ich habe Kommentare dazu gelesen, in einem Instagram-Post und alle haben das geschrieben, wie die abgezogen wurden. Also da gab es irgendwie 500 Kommentare und davon waren von 50 Beleidigungen waren 400 oder 5, 450, wie die Leute abziehen. Alle haben das geschrieben. Also da gab es nicht einen positiven Kommentar. Gibt es da nichts Positives zu sagen zu den Wettkämpfen? Ehrlich nicht. Du, Frank, ich habe dir das erzählt, das muss ich nochmal wiederholen, wie das da aussah. Das war, also ich empfehle niemanden nochmal, der hier zuhört, macht keine Profishow oder macht keinen Amateurwettkampf bei Two Bros Pro und boykottiert diesen Drecksverein, Alter, ohne Witz. Ja. Ist einfach so. Das tut mir leid, es ist aber, die haben es nicht anders verdient, dass sie noch Ja. Geld machen auf irgendeinen Nacken von irgendjemandem. Ich denke, das ist auch schon so geplant, weißt du, die fahren das Ding einfach so an die Wand und machen Kohle ohne Ende und die scheißen wahrscheinlich einfach drauf, ne? Hat Ja. ja null mit der Aber Kohle jetzt, zu wer tun. jetzt noch hinfährt, der darf dann auch nicht heulen, ne? Dann die Fresse halten. Ja, oder Weil muss er. jetzt wissen alle, dass es irgendwie ein Gratlerverein ist. Und jetzt, wer jetzt noch hinfährt, der hat es dann verdient. Alex hatte mir verboten dieses Ja. Jahr. Nee, okay. Wo wir anfangen? Wollen wir erstmal bei den Regionalen bleiben, die in Deutschland war jetzt? Invictus und so weiter? Oder Invictus haben wir schon, glaube ich, geredet. Dennis Wolf war. Und das war noch Paul hat parallel dazu. er, na, wie heißt er? Beamer geholt, ne? Ich kenne seinen Namen nicht. Ich weiß nur, wie er auf Siberian Insta. Beast. Genau. Da habe ich gesehen. Habe ich geschrieben, Siberian Tiger. Ja, ich frage. Ja, er sagt mir Siberian Tiger. Ich habe mich totgelacht, Alter. Das ist schon wieder dummer, Digga. Irgendeiner hat kommentiert, das ist eine Ehre, wenn ich die Namen von den Leuten falsch sage. Das müsst ihr euch unter die Ohren schreiben. Vor allen Dingen, Alter, ich war noch im Auto und Doma hat dann geantwortet, ne? Also ja, erstmal sagt er Siberian Tiger und dann sagt er glaubt, Moritz hat Gesamtsieg gewonnen, das hat gar nicht gestimmt. Ja, der sah Also aber hätte ich brutal mich auf aus. Dome verlassen, hätte ich nur Fehlinfos gekriegt, Welcher Alter. Moritz? Ich bin nur hinten vorbei, hab diesen Moritz Der von angesehen. Stefan. Ja, der sah echt gut aus, ohne Scheiß. Also, Heinemann, sieht gut aus. genau, guck mal bei Instagram und er sieht live 25% besser aus, ich schwöre. Auf Instagram hätte ich, da hatten wir irgendeinen, ich glaube, im Massenkonferenz. Ich habe dir auch schon gezeigt. Oder du, genau. Und da habe ich gesagt, nee, ist nichts, sieht nicht gut aus, Ich habe dir aber gesagt, der wird gut. live war der echt stark, wirklich. Also aber verdient gewonnen, der Siberian Tiger. Also Björn Tiger war dann besser, ja. Wie war Tobis Condition war aber Bombe, oder? Habe ich auch kommentiert bei ihm, ja, beste Tobi, den ich bisher Ja, gesehen genau das habe ich ihm auch gesagt, ja. habe. Ich habe aber so ein, zwei Nachrichten erhalten, als ich dann gepostet habe, hier, ich gucke richtiges Bodybuilding, wo mir dann Leute geschrieben haben, Mike, die Dennis Wolfe von der Qualität her richtig scheiße, was die Athleten anging. Deswegen frage ich jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe nur Männer gesehen. Fand ich Waren gut. die alle nicht gut oder waren die alle. Also hier dieser René Albrecht von Panorama Fitness da. Kennt wahrscheinlich eh keiner, aber. Doch, ich kenne René noch damals von Markus. Ey, das weiß ich nicht, was der da vorhatte, Junge. Der ist gestartet? Ja. Ich finde, das ist schon allein eine Peinlichkeit, wer überhaupt bei denen ins Coaching geht. Ist René Albrecht?
Ist Musst auch du nicht eine Peinlichkeit, kennen. ins Coaching zu gehen zu dem. Und es ist noch peinlicher, sich als Coach so hinzustellen. Ich habe das gar nicht gerafft. Ich habe den Backstage laufen sehen in den Klamotten und dachte so, ach ja, der hat wahrscheinlich wieder ein paar Athleten hier. Und dann lag der irgendwo, hatte einen dicken Bauch, einen Schwabbelarsch, gar keine Teilung in den Beinen. Die Beine sahen wirklich, also die Beine sahen aus, als wenn er gar keine Diät gemacht hat. Müsst ihr euch mal ein Foto angucken. Das habe ich gar nicht verstanden, was das sollte. Ich weiß auch nicht, ob der auf irgendwas timet, aber dann weiß ich nicht, dass man sich so schlecht hinstellt, das muss nicht sein. Das war ganz komisch, ey. Ja, ich habe echt wenig mitgekriegt. Ich war nur am Quatschen eigentlich. Ja, Ehrlich aber gesagt. so durchgehend Und gut die Qualität, fand ich. ja? Okay. Und du warst durchgehend am Quatschen und unterzuckern. Ja, Deswegen, das ist die ja. Konzentration auch nicht so, ne? Du bist aber auch ziemlich kaputt, das sieht man auch bei dir. Ja, aber geht gerade. Also ich bin froh, dass ich halt sitze so. Ich bin halt da. Ich bin halt da. Was war noch für ein Wettkampf gewesen? Invictus nur davor. Darüber haben wir schon gequatscht. Na. Arnold Classic? Ja. Ja, Südamerika, Rafa. Ja. Und Rafa sah auch nicht gut aus. Dings, Aber ich fand. von hinten war der butterweich. Ja, der Arsch war völlig weich. Der hatte sogar Falten unterm Arsch. Ich fand Dings gut. Von Vito. 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 Ja. Ich hätte ihn auch Oder gewinnen lassen. Rosing war grottenschlecht. Tonio Burton war auch richtig gut. Ja, Der war auch gut, Tony, ja. Tony war auch brutal, aber Vito vorne ist schon fies, Alter. Ja, der Pulle. hat gepostet, als wenn er das erste Mal auf der Bühne steht, ne? Ja, ich Ja, weiß. Der hat noch nicht so viel Erfahrung, ne? Aber Digga, was zieht der Typ eigentlich für ein tiefes Vakuum, Alter? Das nee. erinnert mich mega an Derek, ne? Der hat geisteskrank Potenzial. Ich finde, wenn der Rücken noch mehr kommt bei ihm, weil vorne ist halt echt richtig brutal Ja, bei ihm Bein und wollte Rücken. auch. Ja, und Rücken fällt da im Gegensatz aber ein bisschen zu ab. Da braucht er noch ein bisschen Qualität rein einfach. Genau. Wenn der Rücken aber noch kommt, Alter, wenn der posen kann, wenn der mehr Routine hat, der ist richtig gefährlich. Aber mal unter uns, Rafa Brandao hat das Ding geschenkt gekriegt, oder nicht? Immer. Ja. Das ist doch immer Ja, so da ist bei denen. War Brasilien. Gesetzt, weil er so gut platziert war und den hätten sie einfach nicht nach hinten setzen können, ne? ja. Also meiner Meinung nach ja. Ich habe noch mit einem anderen IVB Pro geschrieben und der hat das Ding, der hat von vornherein gesagt, Mike, das Ding ist, das kannst du auch Wenn Rafael Brandao Show nennen. du Rafael in Brasilien nicht gewinnen lässt, dann fackeln die Leute danach die Halle ab. Also da gehe ich stark von aus, Mann. Das ist noch was Das ganz ist, anderes als hier. ey, ohne Scheiß, ne? Wie habe ich darüber denn geschrieben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung mehr. Da haben wir auch drüber gequatscht. So, wenn du in Brasilien, wenn du so ein, einfach nur jetzt nicht, dass ich gut bin oder Potenzial oder so, sondern einfach nur, du bist ein Bodybuilder, der wiegt über 150 Kilo. Digga, in Brasilien würden die mich, glaube ich, die würden mich oben auf den Zuckerhut stellen, Alter. Auch wie auf Jesus Ja. Christus und ich würde mich dann anbeten, so, weißt du? Das ist. Weil die da so abgehen. Die lieben Ey, Bodybuilding. Hadi Chopan ist der Sportler Nummer 1 im Iran. Ja. 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 Sportler Nummer 1, gewählt. Und mit, ich glaube, dreimal so viele Stimmen wie der Zweite. Ich weiß gar nicht, was das war. Ein Fußballer oder eine Scheiße. Mike, wärst du Bot? Emil war doch in Brasilien die 3 Monate. Stimmt auch, ja. Er hat gesagt, das ist ganz anderes Level vom Bodybuilding-Support her und was das für was du da. Ich sag mal, wenn wir nach Spanien gehen oder so, dann kriegst du als Bodybuilder schon deutlich mehr Respekt. Die Leute Ja. feiern dich, du kriegst so Kommentare von Passanten, ne? Ja. Tschechien auch. Ja, genau. In England passiert dir das auch und so weiter. USA ist Bodybuilding auch mehr gehypt, aber Brasilien hat fast Iran-Level. Ja. In Deutschland Krank, ne? beleidigen sie dich und machen dich nach und äffen dich nach oder so. Genau, verarschen sie dich noch im Ja, Supermarkt, Alter. Digga, in Ja, Deutschland kriegst du nur als Kommentar bei Insta so eine Spritze. Ja. ja, genau. Fällt mir gerade ein, hat vor 5 Minuten irgend so ein Esel beim Reel von William und mir kommentiert. Ach, wirklich? Spritze? Mein Gott. Ja, drei Stück aber. Drei Drei Stück. Stück. Ja, Er meinte 3 ml. er hat Was mal machen denn Eier zwei gehabt alle und die drei 2 Tage? Spritzen. Warum drei? Was muss ich schreiben? Was meinst du? Was meinst du? Hattet ihr Tonio nach der New York Pro auf dem Schirm damals? Nein. Ich Nein. Nur nicht weil er sich mit wirklich. Nick Walker gebettelt hat und da habe ich mir den angeguckt und da fand ich ihn schon gut. Ich habe die letzte New York Pro, also für mich persönlich, so ein bisschen abgewertet, irgendwie, so konkurrenztechnisch, weil ich die so ein bisschen low fand, weißt du? Also ich hatte Tonio nicht wirklich auf dem Schirm. Aber ich finde, der hat gut besteht, der sieht echt gut aus, Mann. Eine schöne Linie, aber fehlt auch Rücken, finde ich ein bisschen. Ja, das ja. Ja. Aber ich habe den erst Ja. richtig so geguckt, der hat irgendwie sich mit Nick Walker doch gebettelt.
Da hat Nick doch irgendwie seinen Rücken gepostet und dann hat Tony Burton irgendwie drunter kommentiert. Das war doch auch bei, das haben sie ja auch ein bisschen gepostet, dass nicht der breiteste gewinnt, sondern der schönste mit dem besten, mit der besten Muskelqualität und so ein Kram. Und da habe ich mir das Okay. geguckt und da fand ich den echt von der Linie her echt geil. Schmale Ja, Mittelpartie, voll. ausladenden Quad, fette Arme. Ja. Und so ganz Ich habe klassischen Look, ne? So richtig. das ist, glaube ich, nicht so gewundert. Ich habe den gesehen, dachte mir, boah, Digga, das ist so typisch diese, also diese bubbly Genetik, die halt einfach manchmal Ja, Leute ich wollte haben, es gerade ne? sagen, Bubbly, Ne? Ja, ja. das Das ist ist auch so, schwarze Genetik. das maximal pigmentierten Genetik. Ja. Das ist so bei denen einfach, das bekommst du, also das ist auch wieder so ein Ding, das bekommst du meiner Meinung nach nicht als Weißer hin. Das geht nicht. Ist das das Problem, dass du als Weißer dann eigentlich mit Masse punkten musst? Also das ist so Oder meine Meinung. Härte. Oder Härte. Ja, aber dann, naja, ja, aber dann verbrauchst du doch Ist. erstmal eine Masse, um die Härte dann zu bringen zu können, damit du noch Ja. nach was aussiehst. Ich kriege das ein Also, bisschen, wenn ich voll bin, dann habe ich das eigentlich ja, auch ich schon so bin, ein bisschen. genau. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema Training. Das hat einmal geisteskrankes Volumen trainiert die ganzen Jahre nur. Und ich glaube, deswegen hat er einfach diesen, guck mal, der Ansatz vom FSD7 ist ja, dass man diesen extrem plastischen Look kriegt auf Pump. Das Ich glaube, sagt Mike hat einen Schlaganfall. und das liegt daran, dass man den Muskel metabolisch reizt, er dadurch lernt, mehr Flüssigkeit einzuspeichern und man eine rundere Optik kriegt. Jetzt kommt natürlich wieder hier der Glatzkopf da oben links, der die Augen gerade zu hat. Natürlich ist das Entscheidende die Genetik, aber ich würde sagen, auf 10, 5 bis 10% kann man das beeinflussen, weil wenn man metabolisch einen Muskel reizt, adaptiert er und lernt, mehr Flüssigkeit einzuspeichern. Ergo ist der runder und voller der Muskel. Das Also sind ist metabolisches Training richtig, noch ja. besser, oder was? Volumentraining. Ja, aber metabolisches Training baut halt nicht direkt neue Muskelfasern auf. Kommt noch Man auf kann nach früher. halt schwer trainieren und zwischendurch metabolischen Reiz setzen, wenn man es so haben möchte, ja. Ja, Aber ich hab ich übrigens einen neuen höre jetzt Spitznamen auf für und es dich. geht noch weiter. Man kann nämlich auch einfach durch schweres Training auch den Muskel metabolisch reizen. Aber so diesen kleinen Ich habe Gedanken. einen neuen Spitznamen übrigens für dich. Ja, bitte. Doppel-D. Weißt du, was das bedeutet? Weiß ich nicht, Weißt ja? Doppel warum? Ich nenne dich ab heute nur noch Dense die Dome. Dense die Dome ist geil. D. Okay. Das ist, Digga, du killst mich jedes Mal. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und er sagt zu mir, der hat Denzi die Days, Digga, ich konnte nicht mehr. Ich hab halbe Stunde beim Training gelacht. Ich Ich sehe habe das bei. trainiert, ich hab trainiert und ich gucke meinen Kumpel an und ich habe die ganze Zeit Denzi die Dome im Kopf. Ich konnte nicht mehr. Den Dank darf ich aber nicht mehr machen, weil der hat zu viel Fatigue erzeugt. Übrigens. Ach so. Ich sehe das bei Justin und Tobi auch in meiner Story. Denzi Oh die mein Day. Gott. Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist so geil, weil das ist wieder so richtig, einerseits ist Dumme so richtig wissenschaftlich, so und dann ist das so richtig so dieses Bro-Science-mäßige, in Anführungsstrichen, was auch nicht immer falsch ist, was vieles von Bro-Science früher ist ja heute auch wissenschaftlich bewiesen. Dann ist so dieses Bro-Science, ja, durch dieses Density-Training, das schwere Training, hast du diesen Grainy-Branch-Warren-Look, so Ja. das so, und ja, du musst 20er Wiederholung machen und in der Spannung halten, damit du tiefere Einschnitte in den Quads hast und so. Ich mir so, Digga. Das ist Da aber kann ich mich so. mal, da würde ich mich mal für dich schlau machen, wenn wir den nächsten Podcast aufzeichnen, ob Fabi irgendwie wirklich wissenschaftlich einen Ansatz hat, wie man tiefere Cuts in seine Beine kriegt. Ich weiß es nicht, aber das Lustige ist, ich hab ein Form-Update an meinen Coach geschickt. Bin seit Montag auf Prep. Und ich habe ihm aber erst nicht, ich hab, Montag habe ich ihm kein Form-Update geschickt, sondern erst am Mittwoch. Ich habe die 3 Tage habe ich richtig runtergecuttet, einmal die Kalorien, weil ich einfach mal meinen Magen leer kriegen wollte, einmal mal Ja. wirklich Hunger bekommen wollte und sowas wieder, um so in die Prep zu starten. Und ich habe angefangen meine Prep bei 152, bin heute Morgen gewesen bei 144,5. Oh, ich habe falsch geguckt auf deiner Boah, Story. krass, Digga. Alter Schwede. 250 getippt. Nochmal bitte? Ich habe falsch getippt. Du hast das doch zum Auswählen heute. Ja, ich Ach so, auch. ja. Ja. Nee, ich war, also das war richtig, ist richtig steil runtergegangen. Und da schreibt mein Coach zu mir, ich bekomme jetzt einen neuen Trainingsplan und er schreibt zu mir, ey Mike, ja cool, alles klar, wir haben genug Zeit, um jetzt die ersten 4 bis 6 Wochen in der Diät noch ordentlich Muskeln draufzupacken. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. So die ersten Wochen in der Prep. Was hast du jetzt für einen Aber, Trainingsplan gekriegt? Alter, wie krank einfach erstmal 8 Kilo Wasser rauslassen, Ja. Und dann sagt er, dann machen wir jetzt noch so weiter. Und dann sagt er so, ja, und wir machen jetzt ein anderes Training.
Und dann hat er so in Klammern geschrieben: Ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Worte zu jemandem sage, Klammer zu, deine Beine sind zu fett. Und dann sagt er, wir müssen ein anderes Training für deine Beine machen, damit die freier werden und tiefere Einschnitte haben. Und ich habe Und? keine Ahnung, was er jetzt macht. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Berichte mal, das würde mich interessieren. Genau, Würde ich mich interessieren, glaube, natürlich Genetik interessiert mich wahrscheinlich selber. ist Ja. der wichtigste Faktor, die Genetik. Aber ich will echt mal Fabi fragen und dann können wir das ja mal, wenn das irgendwie möglich ist, dann werde ich das mal im Podcast irgendwie Glaubt die aufpacken. Genetik macht die Tiefe der Katze aus, die du erreichen kannst? Ich Ja. glaube zwei Sachen. Nein, glaube ich Auch nicht. Ich Muskeln glaube. noch das Gleiche. So wie deine Muskulatur angesetzt ist, so Ja, ist wie die deine Kopf. Teilungen verlaufen, aber nicht wie tief, oder? Doch, glaub schon. Ich glaube zwei So wie mit Sachen. dem Bizeps, hast einen hohen Peak. Mike hat zum Beispiel, guck mal, ich habe ja so einen richtig langen Übergang hier zwischen noch. Ne? Ja, den habe ich gar nicht bei mir. Genau, und Mike hat so einen, genau, ne, das ist ja, Ist gar kann ich nichts. ja jetzt auch nicht, ich kann ja jetzt nicht meinen Bizeps-Peak irgendwie mehr an meinen Arm trainieren oder so. Und ich glaube, genauso wird das mit den Schatz in den Beinen auch sein. Ich glaube aber auch noch eine Sache zusätzlich, wenn Leute auf einmal dann richtig, sagen wir mal, du bist ein Amateur auf einem normalen Niveau und fängst auf einmal dann richtig an reinzuknallen, alles Mögliche und baust richtig schnell auf, richtig schnell auf, richtig schnell auf, dass diese Qualität noch nicht wirklich da ist und dass du diese Tiefe noch gar nicht erreichen kannst. Ja, Da das wird war ja auch irgendwie oft die letzten gesagt, Jahre. dass Insulin weniger Einschnitte macht und so, wenn du viel Insulin ballerst und schnell Muskeln aufbaust oder Nein. so. Das sagt der Heiko. Heiko sagt Das ist nur das die ja so, Qualität, das ne? ist nur die Muskelqualität, einfach über Jahre hinweg werden die tiefer, meiner Meinung nach. Aber ich Ja, glaube, genetisch Mike hat die und ist letzten Jahre Genetik. extrem aufgebaut. Extrem aufgebaut in einem kurzen Zeitraum. Ich glaube auch einfach, dass die Qualität da hinterherkommen muss. Fertig. Das kommt. Wird auch, ja, aber ich schätze mal, Ja. der Hauptfaktor ist einfach so, wie deine Muskeln angesetzt sind, so werden die halt auch frei. Ja. Ja, Ich glaube das doch, ja. ich glaube, Aber der das Hauptfaktor Freie ist an sich. Zeit. Der Hauptfaktor ist einfach Zeit. Genau, mit der Zeit, das Training und so, also denke ich Ja. schon, dann geht Aber halt, Ronny dann Rottel hat. hatte nie Streifen im Arsch. Das ist das Gleiche wie wir haben schon darüber geredet, Dennis Wolf, seine Bauchmuskeln. Ja. Sowas halt, ne? Dass es Und das halt wird. anders halt aussieht von der Form halt her, Also ne? trotzdem mal fragen, würde mich echt interessieren, ob man das irgendwie beeinflussen Mich kann. auch. Ich weiß noch, wo ich 2016 oder 17 auf der FIBO war, bei Weida. Und da war Lukas Weiler noch damals mit mir. Oh Vielleicht kennt ihr den noch. ja. Digga, der wog, glaube ich, 135 Kilo oder sowas. Und der hat seine Hose ausgezogen und seine kompletten Beine waren durchgestreift. Also nicht so, sondern halt diese Querstreifen auf den Quads. Mitten in der Off-Season. Ich habe gesagt, hey, wie ist das denn? Am Rücken hing dann sowas, ne? Und am Bauch ein bisschen. Aber seine Beine einfach komplett durchgestreift. Und da hat er mir damals versucht, weiß zu machen, dass das dadurch kommt, dass er anders trainiert. Pass Ja, auf, bei mir sind die Beine ja immer als erstes fertig. Vorne. Mit Abstand. Nach 4 Wochen Diät kannst du die vorderen Beine eigentlich schon raufstellen. Ne? Samt Adduktoren und so sind alle Teilungen Bei mir frei. nicht. Ja, warte, da glaube ich, ist dieses behinderte viele Cardio auch ein Punkt. Die werden halt sehr oft belastet. Und zwar auch nicht so Larifari, sondern stark. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt. Ich habe schon überlegt, zum Beispiel. Bei mir, das Letzte, was immer kommt, ist der Rücken. Ich habe überlegt, einfach zwischendurch, also ein Rückentraining in die Woche ist klar, vielleicht auch zweimal gucken, aber noch an einem anderen Tag irgendwie drei Übungen zu machen, nur um den einmal zu durchbluten, um den einmal anzusteuern, um den einmal so zum Leben zu bringen, weißt du, Habe nicht ich ja irgendwie auch. Reiz setzen. Hab, ja. Ja, und ich denke, bei den Beinen ist das halt auch ein Ding eigentlich. Bei mir safe durch das Cardio. Das ist auch Hardcore-Bro-Science, ne? Weil rein theoretisch müsste man ja dann die Fettverbrennung im Körper steuern können dadurch. Aber ich Ja. weiß noch, Markus Ringe damals, weiß nicht, ob du das auch musstest, Mike, wenn der Arsch nicht frei geworden ist, nach jedem Training Hyperextensions. Ah, mache ich tatsächlich. Also habe ich die ersten 3 Monate nach jedem Training gemacht. Arsch ist viel besser. Ja, ist Bro Science, aber ich meine, vielleicht ist es ja trotzdem irgendwie 0,2 Ja, vielleicht ist es Prozent. eine Ansteuerung einfach, dass der Körper dann da leichter auf die Fettzellen zugreifen kann, das Lymphsystem und so weiter, weißt du? Ich habe in meinem Leben noch nie. Ich habe in meinem Leben noch nie Hyperextensions gemacht. Du Ich hast ja keinen Streifen einmal. im Arsch. Einmal. Ja, stimmt. Ja. Willkommen. Noch nie. Also weiß Glute ich nicht. Bridge. Aber Mike hat auch einen dicken Arsch, der braucht das auch nicht. Nee, ich habe tatsächlich einen schwachen Gluteus. Du hast aber voll einen Riesenarsch, oder? Nee, auch nicht. Der ist flach relativ, wirklich. Echt? Ja, Willst du also den? der kann echt besser werden. Ich habe Ja, jetzt dann mach mal nach. Blutbridge. Mach mal die Blutbridge, Alter, die geht Ja, richtig rein. ja.
also ich habe dann halt Hip Thrust oder halt Glute Bridge, je nachdem, aber das ist bei mir halt als siebte oder achte Übung, nach Beugen, nach der Presse, nach der Beuge, nach allem Möglichen, ist die allerletzte Übung bei mir dann Glute Bridge oder halt Hip Thrust, ne? Ich mache dir als erstes extra mit diesem Glute Bridge Schema mit den RIRs, weil du halt eben wirklich dadurch kaum Ermüdung hast und du kannst dein ganzes Training danach machen, ohne dass du Einbuße hast. Du hast keine Ermüdung, warum nicht? Ja, weil du die Weil nicht du die zwingen Glute brauchst Bridge ja bei nur einer in der anderen verkürzten machst. Du gehst ja nicht in die gedehnte. Der Hip Thrust ist ja wirklich in die gedehnte Position und komplett wieder hoch. Gedehnte Übung. Position erzeugt mehr Muskelschaden und in der Ja. verkürzten erzeugst du weniger Muskulaturschaden, aber hast natürlich Und trotzdem einen Satz. du gehst nicht komplett runter oder nicht komplett Nee. hoch? Nur oberste Drittel bei der Glute Bridge, nur im obersten Drittel. Ach so. Das ist ja der Also. Unterschied zwischen Hip Thrust und Glute Bridge. Okay, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Habe ich gesehen letztes Mal bei dir in der Story, glaube ich, Ich ja. kenne Glute Bridge gar nicht. Scheiße ich drauf. Ja. Ja, Klar, Hip Thrust. ist Hip Thrust nur mit einem Drittel der ROM oben. Ja, okay. Ja. Also nicht komplett die Vollbewegungsausführung. Also das, was Emir immer macht. Ja, Bei aber jeder ja, Übung. außer bei Beinen, da macht das nur in der oberen Position. Nee, da Ja, macht das. Ja, stimmt. Das ist richtig, ja. aber von Emirs Arsch wollen wir mal nicht anfangen, ne? Der ist gut, Der ne? ist bis oben zum Knochen ist der durch. Ja, der Geschleift macht immer das. komplett. Ja. Es ist ja auch einfach, keine Ahnung, der trifft ja auch alles einfach so, wenn man. Ja. Ne? Also von daher. Emir macht bei Tiberrudern einen Arsch. Der Ja. hat mehr der hat Muskelkater im Arsch nach Tiberrudern als andere bei drei Arschübungen. Ich hatte Ist aber ganz auch Körpermuskeln ein schon halbes mal nach dem Kreuzheben, Training, ne? Alter. Nochmal dumme bitte, weil dein Mikro ist so leise. Ich sage, ich hatte ganz Körpermuskelkater. Ich weiß ja gar nicht, das ist 4 oder 5 Jahre her. Ich konnte Ja, ich gar nicht mehr weiß. laufen am nächsten Tag. Ja. Ich gab sonst noch irgendwas weg. Was machst du da, Dumme? Ich war beim Friseur. Ich habe nochmal Übergang angeguckt hier. Ist gut. Gibt's doch. Maschallah, Gehst du Maschallah. nicht vor der Fibo zum. Gehst du nicht vor der Fibo zum Friseur? Schatz, geh ich nochmal zum Friseur? Ja. Dieser Ja, Junge tschüss, killt danke, weil er mich. einen Termin hat. Der killt mich. Wie bist du eigentlich alleine überlebensfähig, Junge? Gar Gar nicht. nicht, gar nicht mehr. Gar nicht Ich mehr. Digga. habe Also. die Kaffeemaschine immer mit dem Die Eis. hat dich an den Eiern, Domme, aber für immer. Ich Die habe. Eier sind ab und in ihrer Handtasche, Alter. Alter, aber ich kann nicht ohne diesen Mann leben. Ich Ey, habe kein Geld ohne das. Ja. solange ich immer schön Kaffee kriege, bin ich mit allem d'accord. Ja, ich trinke jetzt D'accord. immer Kaffee. Digga, als ihr bei Dumme gedreht habt, hattet ihr keinen Schiss, dass sie irgendwas verschüttet oder dreckig macht? Hatte ich Ich die bin ersten extra, ich beiden bin, Male? nein, ich bin extra zur Spüle gegangen, um mein Post-Workout so umzufüllen, Mach jetzt weil ich mal, schon okay? gehört habe von Mike, dass da Ärger gibt. Ja, Ja, Schatz, ihr habt ja also. alle unter Kontrolle. Hier sind 400 Kilo Muskelmasse und alle Spuren nach Schatzis Nase, Alter. Also ich war jetzt schon ein paar Mal da, ich sag mal so am Anfang. Ja, aber mittlerweile fühle ich mich ein bisschen heimisch. Da, das geht. Ich hatte richtig Schiss, Digga. Als ich gegessen habe, dann ist mir was runtergefallen. Ich habe so geguckt und Dumme hat mich direkt verpfiffen, der Penner, weil er direkt seiner Frau gesagt hat, dass da was runtergefallen ist, ey. Ey, Und nachher ich habe mich kriegt so er für den gesehen. Ärger oder so, ey. Ja. Aber er hatte auch Yeah. meine Mutter hat ihm sogar was zu essen gemacht. Also Ja, du hast sogar Essen gekriegt von meiner Frau. Ja, aber ich habe gekrümelt, davor hatte ich Angst. Das ist auch richtig so, dass du da woanders hast. Ja, bei mir, Ja. Sami mit den Gläsern, die ja noch in die Küche kamen und mich so süß. Ja, Sami ist auch immer voll niedlich, wenn er hier ist. Ja, schön. Sami ist auch ein Riesenteddybär, deswegen. Der ist Ja, auch immer immer. hier. Ist aber auch hier nett. Außer, dass meine Hunde ihn immer Hat er Angst vor anspringen. Hunden? Nee, das nicht, aber die Hunde merken das, wenn du die nicht streichelst oder die nicht so, ja, nicht halt so wie halt ich bin oder jemand anders halt Hunde mag, dann geht er mit Absicht erst recht zu ihm hin. Weißt du, legen dann so die Schnauze auf seinen Schoß oder klettern auf ihn drauf oder so, ne? Und meine Hunde sind ein bisschen größer als deiner, deswegen. Minimal. Mal. Um weiterzumachen im Thema, gab es sonst noch irgendwas Wettkampfmäßiges, was passiert ist, was dich überrascht hat, irgendwas Marion negativ Bull. aufgefallen ist? Laut nochmal. Georg. Gregor hat Karte gekriegt in Georg. England. Beringer. Ach ja, den hat schon jemand einmal beim Podcast letztes Mal angesprochen von euch. Ja, der ist Profi geworden in England. Ja, habe ich gesehen. In der Ich habe aber nur. Open. Hatten wir schon. Was? Hatten wir schon, ne? Nee, darüber haben wir noch nicht gequatscht. Das war erst jetzt gewesen. Vor 2, 3 Tagen habe ich, glaube ich, gehört, gesehen. Da bin Gestern, ich ein, Alter. zwei. Oder gestern, weiß ich nicht. Mann, keine Ahnung, Alter.
Ein Tag schon zu viel, das ist alles vorbei, der ganze Ruhm. Ja, Braucht man nicht mehr drüber reden, alter Hut. Alter. Kevin Gebhardt wurde vom Hund angefallen. Ja, warte mal, lass doch erstmal eine Sache zu Ende Ich dachte, das war schon sprechen. durch. Nein, Rapid ich hab Fire. gesehen, ich habe Fotos gesehen und ich habe gesehen, der sah nicht so gut aus von hinten. Ja, also da war die, also auf den Bildern zumindest, die Form war da nicht so on point. Habe ich mega gewundert. Da fand ich halt so ein bisschen, Aber bei den ja. anderen auch nicht. Ja, Ja, wollte ich gerade sagen. der mit dem Bart, der Der sieht war viel schlechter gut. als bei den Form-Updates, Digga. Ja, ne? Hat er verkackt. Auf Fotos dachte ich, holy shit, den schlägt keiner. Und da muss ich 10-mal hingucken, um ihn überhaupt zu finden auf der Bühne. Instagram-Bodybuilder. Ich hatte damals so mega Schiss gehabt, als ich in Dänemark war, war einer aus England da. Der ist bei so einem ganz bekannten Trainer in England, keine Ahnung, wie der heißt. Callum bestimmt. Weiß ich nicht. Und hat den gepostet und hat ihn von der Seite gesehen, Digga. Beuger wie so ein William Bonek, Digga. Arsch komplett durch. Ich hab so, boah, Digga, ich habe da gerade erst 3 Monate wieder Prep gemacht. Davor habe ich gesoffen in Kroatien, Alter. Dachte mir so, boah, niemals, der zerreißt mich auf der Bühne. Da gehe ich auf die Bühne, gucke die Vergleichsbilder und denke mir so, Digga, hä? Wie ist das möglich? Krass. Wo ist sein Beuger hin, der bis unten zur Wade hing? Wo ist sein durchgestreifter? Also keine Ahnung. Also Dennis hat ihn ja auch geschlagen. Ich habe ihn geschlagen und dachte mir dann so damals, da wurde mir wieder zum ersten Mal bewusst nach so einer Wettkampfsaison, dass Instagram nicht die Realität widerspiegelt. Und es muss Erstmal nicht. das und die müssen ja auch erstmal gepiekt werden und ihr wisst, wie viel man da verkacken kann auch. Ja, aber ja, Aber schon. ist ja auch wieder blöd. Weißt du, manchmal sagen wir alle, wenn du eine Woche vom Wettkampf in Form bist, dann kannst du nichts mehr verkacken. Wollte ich Und gerade dann heißt sagen, es so wieder, läuft. Ja, aber manche schaffen es. so viel kann man verkacken. Manche schaffen Also. es. Ja, das Ding ist, Aber wie, wenn, Alter, wie, ja, wie? guck mal, wenn er psychisch schwach ist, der muss ein Fressflash kriegen. Ja, das kann Keine Ahnung, sein. Beispiel, der Coach sagt dir hier ein Cookie oder so. Und dann, wenn er behindert im Kopf ist, dann nimmt er sich 10, weil er meint, ja, ich sehe so brutal aus, geht So, oder das was kann weiß ich. sein, wenn du so 2, 3 Tage Hardcore Der muss überlebst. doch nur einen 3 Kilo Wasserfilm ziehen, zum Beispiel über Ja. Nacht, mit zu viel Salz und so ein Scheiß. Du weißt, wie schnell Aber das geht. ich kriege das nicht in meine Birne rein, wie man auf dem Pro-Qualifier fährt und dann eskaliert Ja, weiß nachts. ich auch nicht. Also das wollen wir ja mal dann weglassen. Das sind halt, keine Ahnung. Aber ich meine nur, das wäre eine Möglichkeit. Aber generell ist es so, bist du fertig vor der Peak Week, kannst du eigentlich nichts mehr verkacken, außer du bist halt behindert im Kopf. Aber mit Instagram und Real Life, guck dir mal Netties an, auf Fotos teilweise. Ja, die sind dünner, das ist klar. Wenn die alleine dastehen, das Licht fällt irgendwie geil rein, die ziehen da so eine seitliche Brust und dann denkst du dir so, boah, was wiegt der denn? Und dann siehst du den live und denkst du dir, okay, hä, wie geht das? Was war das auf dem Foto denn, bitteschön? Hier, vielleicht abschließend noch einmal zu Gregor. Der hat eine brutale Georg. Linie. Georg. Ach ja, Georgs. Ach, fick, sorry. Ich sag auch immer Georg, finde ich gut. Hat eine brutale Linie. Extrem schöne Muskelbäuche, finde ich. Also ist ein wirklich schöner Athlet. Ich glaube, der hat gut Potenzial. Die Form in England, also ich dachte, er kommt besser. Sage ich, ist ja auch kein, ne, sage ich, wie es ist. Aber hat halt gereicht. Gut, ist verdienter Pro, fertig. Kann ein sehr guter Pro werden. Hat der Die Form gute war vielleicht sogar Beine? gut. Ich glaube, der ist von hinten einfach nur ein bisschen. Das Also Interessante bei dem ist, wenn du die Beine, also das kam, das habe ich jetzt auf dem Invictus Cup so gesehen und auch in England, dass wenn der Instagram-Updates macht mit Beinen, dann sehen die mega brutal aus und gut mega aus, ne? Ja. geschwungen und geteilt bis ins Detail und richtig gut. Ja. Und wenn er auf der Bühne steht, dann sind die weg. Dann Das ist auch ist kein Schwung mehr da, das das ist auch wollte ich der gerade Vergleich. sagen. Das ist auch der Vergleich mit den anderen dann. Manche Leute sehen alleine auch echt gut aus. Bei Vergleich mit den anderen ist dann ein Nee, bisschen aber anders. auch wenn er dann alleine auf der Bühne steht, Ah, dann sieht das okay. nicht mehr, dann sieht das nicht mehr so Ja, aus. vielleicht wird er nervös oder so. Kann ja auch sein. Ich weiß nicht. Und Ohne Stress dann. was soll denn noch alles passieren? Die Beine Nee. werden dünn, die Form Ja, erklär es mir verläuft. Nee, sonst. komm. Ja, Nervös dann kann ich brauche ich mir ja keine Beine erklär's. werden, wenn ich das nicht hinkriege. Erklär's. Nervös Filter, kann ich glaube ich. unterschreiben, Ganz viele weiß ich nicht. Filter. Mit nervös Bitte, kann ich Dumme? unterschreiben. Ich ziehe auch wirklich, also ich sage jetzt nicht, was ich geändert habe, dass ich nicht mehr so nervös bin vor Meisterschaften, aber ich habe mich auch immer so verrückt gemacht und ich schwöre, ich habe teilweise nichts gemacht, weil ich mir gesagt habe, so wie wir auch, Dicker, du siehst eine Woche vorher gut aus, mach einfach nichts. Und ich bin dann wirklich, ich gucke, oh, fuck, habe ich Wasser gezogen? Fuck, sind meine Beine noch gestreift? Und ich schwöre, Aber je näher der Wettkampf kommt, ich laufe zu, weil ich so viel Cortisol ausschütte, weil ich ja, mich du schwöre. hältst es halt dann. Du hältst es drin. Ja. Was machst du? Du nimmst jetzt Stress auf von HPN, Hä? Hä? ich weiß es, du hast mir schon Nimmt gesagt, ja. Stress auf von Murat, nimmt er wahrscheinlich. Ja, Murat aus dem Park.
Halbe Stück auf jeden Warum nimmst du jetzt wieder einen südländischen Namen, Kevin, und verbindest diesen mit negativen? Also, wenn, also, ich, also mein Gärtner, der kauft das öfter von so einem Murat. Also, okay. Er hat gesagt, er hat doch nie von einem Deutschen Nein. sowas Schon. Nein, nur Spaß gekauft. natürlich. Ja, deswegen habe ich gerade gefragt zu dem Georg oder Georg, ja? Georg. Georg wegen den Beinen, weil auf den Bildern habe ich es auch gesehen. Er sagt, also von hinten sah er nicht so toll aus und von vorne die Beine waren auch nicht so dann. Und dachte ich mir so, auf Fotos sah der aber besser aus. Ich finde den Aber von nicht. vorne stark. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht schlecht geredet werden und sowas. Er ist Profi, verdient und alles andere, das ist, wie ich auch schon in der Gruppe geschrieben habe, wo Kevin so ein bisschen mich nicht ausgelacht hat, aber so ein bisschen geschmunzelt, wo ich meinte, Profikarte bekommt heutzutage jeder Rotz und im Endeffekt entscheidet sich dann erst, wer die Quali zum Olympia holt, alles andere Scheißdreck. Das habe ich einmal in die Gruppe geschrieben. Weißt du noch, weißt du noch, Kevin, ne? So, ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Endeffekt ist es so, dass halt die Pro-Karte heutzutage halt vielleicht zu bekommen ist. Da haben wir schon mit Domo drüber gesprochen, mit Chris drüber gesprochen, mit allen anderen. Und dass halt irgendwann sich die Spreu von der Weizen, wie sagt man das? Spreu von der Die Spreu Weizen vom trennt. Weizen. Spreu von Weizen, ja. Aber Ja. ich glaub, wir sehen beide das aus verschiedenen Blickwinkeln, weil ich sehe immer noch den persönlichen Aspekt dahinter, zu dem, wo ich zum Beispiel angefangen habe und wo ich quasi mich jetzt hingearbeitet habe, um zu sagen, ich stehe jetzt da, wo ich eigentlich immer stehen wollte, mit den Leuten. Und wenn ich dann eine Top-10-Platzierung mache, ist das für mich ein mega Erfolg, weil es nie auf das hatte ich eigentlich nie auf der Karte, dass ich mal Hättest du dir nicht Profi-Wettkämpfe gedacht, mache. meinst du, ne? Ja, Ja, okay. genau. Und Mike sieht das so auf dieser eher so absoluten Ebene, wo man sagt, die Bodybuilding-Welt interessiert es einen Scheißdreck, ob du Sechster oder Zehnter oder Elfter oder Genau. Fünfter oder ob du Fünfter warst. Das hat in 2 Wochen schon wieder jeder vergessen. Und da gebe Richtig, ich dir ja. natürlich recht. So ist es auch. Aber wie gesagt, aus der persönlichen, ja, so dass ich komme psychisch wirklich gut damit klar, dass ich mir wirklich mal zwischendurch sage, Alter, guck mal, was du geschafft hast. So. Das finde ich auch richtig, finde ich cool. Und Kann das, ich finde ich, nicht. sollte sich auch mal jeder so ein bisschen Ja, kann ich also aber öfter nicht. zu Herzen nehmen, weil du einfach depressiv wirst, wenn du dann neben so einem Also. Genetiker, du stehst, weißt du stehst dann neben so einem absoluten Top-Genetiker und denkst dir dann, Junge, was fahre ich überhaupt ins Fitnessstudio, Mann? Ich kann mir 35 Einheiten Wachs die Woche spritzen, am Tag spritzen und was weiß ich was, da werde ich nie hinkommen. Ich fand es bisher echt einfach, Profi zu werden. Eigentlich voll der Tritt in die Nüsse gerade von Mike Ja, gewesen. aber immer. Nein, das ist schon der vierte Podcast, wo wir zusammen sind, wo er das sagt. Ja, man, Das ist aber so wer im immer. Open Ja, Bodybuilding sich ist. eine Profikarte holt, ist schon herausragend in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so wie in der Classic oder in der Men's Physique mal eine Profikarte zu holen. Finde ich auch. Ja. So, Ja. sind wir jetzt. Es ist, ja, natürlich, es ist leicht, viel, viel leichter als früher. Und ich Ja. glaube, dadurch, dass ich auch eher so noch so in der Zeit vor dieser Zeit quasi so ins Bodybuilding reingekommen bin, ist auch so dieses Unheil, dass es für mich eigentlich so unerreichbar war. Ja. Weil wenn es nach den Regularien von früher gegangen wäre, hätte ich es ja bestimmt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, dumme. Wie war es denn früher? Drei, vier Pro Du musstest Qualifier. zum, erstmal musstest du zum DBFV. Wenn du woanders Ja. gestartet bist, wurdest du gesperrt. Und dann hast du auf die Gunst vom DBFV-Präsidium quasi hoffen müssen, damit die dich bei der IFBB Pro League vorschlagen, wenn du die deutsche Meisterschaft gewinnst oder wenn du die WM gewinnst. Und eine IFBB Genau. WM zu gewinnen früher, das war schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer als heute im Pro Qualifier zu gewinnen. Ah, weil bei meinem früher, ich hatte 2015, bin ich Dritter auf der Deutschen schon gewesen, das war meine zweite Wettkampfsaison und konnte dann schon beim NPC um eine Profikarte kämpfen, weil ich Aber 2016 mit Enrico Hoffmann in Frankfurt ja. Ja, bin. konnte ich auch, weil ich Junior-Deutscher Meister geworden bin, konnte ich auch starten dann auf der Arnold Classics, Amateur. Du hattest aber damals, hast du in Europa Ja, wenige, fünf, drei ja, also wirklich Shows, fünf vier Shows höchstens. gehabt, wo du Profi werden konntest. Ja, Dann da bist sind du halt auf der alle Arnold, hingefahren. Ja. genau, da bist du dann nach Prag gefahren, um Profi zu werden. Digga, da war erstmal da die halbe Welt gefühlt da. Oder weißt du, da kam dann irgendein Ostblock, Tschernobyl, Ukrainer hin, Digga, da kam dann, weißt du, da kamen ja alle hin so. Oder Ja. du bist nach Spanien geflogen, Alter, und dann hast du dann den Ahmad Ashkenani neben dir stehen gehabt, so. Ja, ich weiß, So, was ne? ja. Ich finde, es Und ist wenn ich jetzt halt, mir, ja, Chris. also, es ist jetzt halt, also was du schon sagst, früher gab es weniger Wettkämpfe, safe, viel weniger, vielleicht ein Zehntel von dem, was es jetzt gibt. Der Sport ist aber auch ordentlich populärer geworden. Also es gibt auch Ja. mehr, viel mehr Wettkämpfer jetzt, aber auch natürlich dann viel mehr schlechte Wettkämpfer.
Es kann halt vom Wettkampf zu Wettkampf extrem unterschiedlich sein, finde ich. Du kannst fünf Ja. haben, da starten nur Bananenleute, hast du einen, da starten auf einmal 10 gute. So, weißt du? Aber es ist. Wovor ich jetzt ein bisschen Bedenken habe in Zukunft, sorry, wenn ich dich unterbreche, Nee, was alles du gerade gut. sagst, dass es immer mehr Athleten gibt und halt auch immer mehr noch nicht so gute, weil klar, woher sollen die auf einmal kommen? Ja, Alle, die genau. jetzt, alle Top-Amateure in Deutschland sind eigentlich fast, sorry Chris, sind mittlerweile, du kommst dieses Jahr, Nee, alles gut. sind mittlerweile Profi, weißt du? Und ja, was ich mir jetzt denke, das Niveau sinkt ja immer weiter ab, weil so einen guten Schwergewichtler hochzuziehen, züchten, sage ich jetzt mal, das dauert ja meistens seine Zeit, auch wenn du jetzt keine Ausnahmegenetik hast. Und da habe ich so ein bisschen das Bedenken, dass die Qualität noch weiter ausdünnt quasi oder immer mehr ausdünnt dann. Würde es auch. Würde es auch. Diskussion Ist. hatten wir ja nach dem Olympia schon. Wir Ja. müssen wahrscheinlich nochmal einen zweiten Olympia einführen, dass man sich dann quasi erstmal als Profi qualifizieren muss, um Ja, wirklich ja, als ja, Profi zu ja. starten dann oder so, ne? Jetzt ist mal einmal kurz zurückgesponnen, weil ich will jetzt Thema, weil wir hatten schon so oft gesprochen und will darüber jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Wer von den deutschen Men's Open Bodybuildern jetzt aktuell wäre denn in den 90ern Profi geworden oder Anfang 2000ern? Keiner, glaube ich. Roman und Tim. Ich will die Tage mal, wenn mein Videograf da ist, ein Video machen, zwischen 1990, 2000 und jetzt aktuell. Und ich glaube, das, was ihr alle im Kopf habt, das liegt zum großen Teil auch an der einfach an der Aufzeichnungsqualität von früher von den Videos. Also wenn ich an den Dennis Wolf denke, 2008, 2006, 2007, Der wenn ich war an dicker Markus als Rühl ich von denke, Olympia. dann Ja, das sind die ja. Besten. Digga, wenn du quatschst und ich quatsche, hört man dich wegen der Mikro. So. Nochmal bitte. Nee, Quatsch, du. Aber du hast ja gerade die Besten genannt. Das waren ja die Besten. Ja, aber damals gab es ja in Deutschland sonst keine. Außer Günter Ja. Schlierkamp und Ronny Rocken und so. Aber du hast, also die Elite, also die da, die es damals gab, die waren Elite, Digga. Du hast eine Pressekonferenz gehabt, da saßen Wolf, Rühl, Rockel. Ja, aber so welche haben wir doch jetzt auch gar nicht. Wir Aber haben keinen, nee, der sich bei Olympia sag ich Top ja. 10 placed. Sag ich ja, und keiner von aktuellen Profis kommt an das Level von einem Rühl oder Wolf damals ran. Auch schon, Digga, Roman und Tim sind ja auch schon lange Profis. Und so ein Wolf, Digga, der ist damals Profi geworden und 2 Jahre später war der, wie der aussah, Digga, wenn ich mir die Videos angucke. Das hast du heute Geisteskrank. nicht. Aber das ist ja in Deutschland. Das ist ja dann eher ein Ja, deutsches ja. Ja, Problem. genau, meine ich ja, dass es so ein deutsches Problem ist, ne? Wobei ich sagen würde, in Polen hast du das auch nicht und in zig anderen Ländern hast du das auch nicht. Aber so ein Derek Lunsford als Beispiel oder ein Hardy Ja. Chopin, die sind ja brutal. Die sind ja auch. Ja. Ronnie Coleman ist natürlich jetzt eine herausragende Nummer, aber in meinen Augen glaube ich auch, dass ein Ronnie Coleman von heute auf Mr. Olympia Probleme hat, einen Samson Dauder oder einen Derek Lunsford zu schlagen. Samson nicht, bei Derek kann sein. Ja, also der würde Ich auf jeden Fall glaube. nicht 9-mal hintereinander einen Olympia einfach so holen. Ja, Ronnie Coleman nicht? Glaube ich nicht. Doch, Alter, Ich zeige euch das bitte mal. Ich nicht. schicke euch mal Nee, ein Video. da bin Bitte ich. nicht. Nein. Nee. Also, No way. Kein. ein 99er, 2000er, 2001er, Ronnie Coleman in der Prime würde jeden Einzelnen von heute wegrasieren. Aber das ist völlig problemlos. Andersrum sage ich aber genauso, denn Derek oder ein Hadi Chopin würde auch meiner Meinung nach einen Dorian früher rasieren. Ja, das auf jeden Ja, Fall. das ja. Also Ne? ich glaube, würdest du Phil in Prime, würdest du Jay in Prime, würdest du Ronnie in Prime jetzt hinstellen, würden die drei 1 bis 3 machen? Glaube Dominieren. ich schon. Alleine wegen der Ausstrahlung, die würden Derek fressen, Digga. Derek siehst du daneben gar nicht. Ja. Das waren Charaktere, die stehen auf der Bühne, dann siehst du nicht, wer daneben steht, wenn die Was, daneben stehen. wie schwer war Lunsford? 106 Kilo. Ja, und er ist klein, er ist total, der wird Ja. erdrückt. Das ist, Elite ja, da. 108 in seinem ersten. Also, Digga. Ja, aber Kannst du hieß, Digga, wenn der rauskam, wie der so ist eine brutal, Maschine. ist auch mein Lieblings, den finde ich Also besser wie Ronnie Coleman. da hast du direkt, also Oder die drei. guckt euch mal dann Lee Priest an. Lee Priest war vollkommen überladen mit Muskeln. Der war meiner Meinung nach, also hat der Lunsford in die Tasche gesteckt. Die heutigen Bodybuilder, die sind so voluminös, die haben so viel Beuger und Arsch. Das hatten die früher nicht. Ich Das mache mal stimmt ein doch nicht, Video, ich zeige Junge. euch das mal eins zu eins in einem Video, wenn die nebeneinander laufen. Ja, Mach mal mach so so ein Video. Mach Die sind mal, aus wie solltest du blaue Belgier heute. vorbereiten fürs nächste Mal, dann teilen wir den Bildschirm. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich mache, ja, oder so. Ich mache das mal mit dem YouTube. Irgendwie kriege ich das hin. Ich bin ja, also ich brauche jemanden, der es kann, aber ja, mache ich mal. Mach mal, ohne Scheiß. Würde mich interessieren, weil meiner Meinung nach kommt an Prime Coleman und Prime Phil keiner ran. Mach das mal. So Keiner. meiner Meinung nach auch. Mein Das ist. Lieblingsbodybuilder, Jay.
Auch an den kommt keiner ran, meiner Meinung nach. Auch um Derek nicht. Ja. Noch irgendwas zu der Thematik, oder? Nee, Nee, ne? ich glaube, wir sind jetzt bei Gebhards Hundeangriff. Genau. Wo waren wir? Wir lachen, aber das ist nicht lustig, Nein, das ist Digga. nicht witzig, Das tut mir Digga. unnormal leid, Alter, wirklich. Ja, Wo waren wir das Mann. eigentlich? Wo ist es passiert? Auf Weiß der ich nicht. Meisterschaft oder was? Nein, Nein, der einfach war. draußen, glaube ich. Ich habe es nur Ja. so passiv mitgekriegt. Ich habe seine Stories gelesen. Da hat er geschrieben, da bist du draußen unterwegs, irgend so ein Typ hat seinen Hund nicht unter Kontrolle, kann ihn nicht an der Leine halten und an der Leine hat er ihn dann ins Bein gebissen und nicht mehr losgelassen. 50 Ja, wie Kilo bist du? Pitti. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber Er kommt einfach. einen American Bully XXL oder XL, also schon, meine wiegen hier so 30, 40 Kilo, so ein Vieh wie gerade mal schon mal gute 60, 70 Kilo, ne? Und dann haben sie im Krankenhaus noch verkackt und der Arzt hat auch verkackt, weil wir ja in Deutschland sind. Ja, Ich habe natürlich. auch noch gelesen, ja. Ja. Nee, Ja, Mann, das ist scheiße, es tut mir leid. die haben ihn gefragt, ob der denn irgendeinen Sport macht, weil er so dicke Beine hat. Ja, An das ist das Wichtigste wieder, ne? der Stelle zuerst gute Besserung an Kevin. Ja, gute Falls Besserung. er das hört überhaupt, ja. Ich habe ihm auch schon geschrieben, aber da kam noch keine Antwort. Als ich das Digga, der gelesen ist habe, abgefuckt jetzt. Digga, stell mal vor, du hast jetzt die Prep begonnen. Ich hoffe, du. Schiffer, du gehst mit deinem Hund spazieren und dann kommt dir von hinten irgendein Hund an und beißt dich einfach in deinen Arsch, Digga, oder in dein Quad, Alter. Das war's. Also in Ja. Amerika, sage ich dir ganz ehrlich, in Amerika als Profisportler, wenn du da angriffst, du wirst Millionär danach. Du verklagst dir mehrere Millionen Euro. Ja. Erstmal mache ich das, erstmal klage ich den Tod. Dann siehst du mich eine Woche nicht bei Social Media, dann bin ich wieder da und dann sage ich so, ich mache jetzt Reactions. Ohne Scheiß. Aber das ist schon hart asozial. Vor allem, der ging ja gerade, ich glaube, Kevin war ja gerade auf Prep auch noch gewesen, also in der Prep mittendrin, oder? Ich Ich glaube, der glaube wollte auf New York Pro, wollte der. glaub ich auch. Ja, ekelhaft. Geisteskrank. Was ist noch passiert? Hat noch jemand irgendwas im Schädel, was gerade so rumschwirrt? Nein. War ja schon Viel. einiges. Ja, wer von euch ist nochmal auf der FIBO? Chris, du bist Freitag, Samstag, Sonntag. Sind wir alle 4 Tage da oder bist du Hä, nur zwei Tage da? Wurf? Wir kommen doch Donnerstag. Bist auch schon Donnerstag da? Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich auf Fibo gehe, aber ich komme Donnerstag, also in eine Wohnung. Ach so, ja, okay, ja, also ich glaube, ich war Donnerstag frühst direkt zu FIBO, weil ich glaube, Check-in ist, glaube ich, ist ab 10, ne? So, ja, nee, ich komme Donnerstag Nachmittag oder so, dann erst in der Bude und ab Freitag, Samstag mache ich Fibo. Sonntag noch und dann haue Ist ich jetzt wieder ab. kommendes Wochenende? Ja. Ja. Bist du da, Kevin? Wenn dann spontan. Also ich Bin ich habe jetzt ab. Freitag aus Nacht. Ja, könnte Samstag, Sonntag. Aber ich habe Ja. eigentlich auf FIBO sogar keinen Bock. Ich hätte mehr Bock, halt irgendwie euch zu sehen, Leute zu sehen, vielleicht zu pumpen oder irgendwas. Oder. Ja, aber das machen wir doch. Da kommt doch einfach rum. Ja, wo? Du kannst so Samstag Nachmittag oder Mittag Samstag, rumkommen. Samstagabend trainieren wir im. Warum weißt du das eigentlich schon und ich nicht, Junge? Ja, weil ich das plane, du Vogel. Ach so. Ich plane doch unseren Content für da. Kraftstation? Kraftwerk. Ja, Oder nee, nee, Kraft, es nee, gibt zwei. Kraftstation. Nee, es gibt zwei Stück in Kraftstation. Köln. Es gibt zwei Stück in Köln. In dem einen auf jeden Fall, die haben Samstagabend, weil wir nehmen das halt zum Drehen dann auch. Das wird richtig cool da, ne? Ja, da kommen die ganzen Amis. Aber letztes Jahr waren da Schonkel Reader und Derek trainieren abends zum Beispiel. Die haben da auch so Open Gym mit DJ. Das interessiert jetzt nicht. Bei uns geht es dann eher darum, wer noch so da ist, weißt du? Okay. Also du bist Donnerstag, Freitag, Samstag da, Sonntag. Pennst du von Samstag auf Sonntag auch noch bei uns? Ja, ne? Ja, ich penne auch. Vielleicht gehe ich dann noch auf FIBO, vielleicht nicht. Ich muss Ja. morgen, weil ich jetzt die ganze Zeit unterwegs war, morgen Dienstag mache ich den Plan für uns alle. Okay. Dann gucke ich, wie wir das alles machen. Apropos Plan, hat jemand von euch so eine kurze Hose von Gesp oder Better Buddies? So eine, wie so ein, nicht Posinghose, sondern so enge Schwimmshorts so eine Art? Nicht Du von musst ihn irgendwo Geld, so herholen. eine enge Schwimmshorts, aber da passt er doch nicht rein mit deinem fetten Bein. Ja, das Ja. wäre eher die Frage, eine, die ihm passt. Scheiße. Ja, ich muss irgendwas für Samstag dann mir überlegen, was ich dann mache. Hast du Gastauftritt? Nee, nicht Gastauftritt. Wir haben so eine Videoidee. Da wollte ich so ein Spasti durch die FIBO laufen mit kurzer Hose. Mein Vergleich. Ja, sowas. Ich habe gehört, ich habe dickere Beine als Nexilla im Umfang. Oh, krass. Dem Echt? wollte ich auf den Grund gehen und mal nachmessen und alle anderen auch mal nachmessen. Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, Dexilla hat gemessen 82, was mich mega gewundert hat.
Ich war mein Heiko hat höchstes gesagt, ist Mal geistesgekrankt. Ja. 74,5. Süß. Auf Ich weiß jeden es Fall. gar nicht. Ist für Mike so ein Was Neugeborenen-Status. hat Mike? Ja. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt mal 85 gemessen, aber vielleicht bin ich auch komplett behindert. Du bist doch groß, ne? Ja. Dumme, wann bist du denn da? Welche Tage? Samstag, Sonntag. Privat oder? Ja, also eigentlich, genau. Also Aber ich ich habe hab gehört, ich hab gehört, du drehst. sehr Ja, gut. Ich komme mit dem Kameramann mit, aber ich habe noch gar nichts geplant. okay, also bist du schlecht vorbereitet. Aber ich kann dich bei uns in eins mit integrieren schon mal. Ja. Ja, als zukünftiger HPN-Athlet können wir das schon mal machen. Davon weiß ich noch nichts hier. Wir machen Therapie mit dir. Wir machen Mike macht wieder Mind Beef. Control. MK Ultra, Digga, machen wir bei dir. Mike macht Beef. Aber er ist so der einzige Mixer, der wirklich nur mit Tapian-Athleten chillt, ne? Ja, Ja, mit wem willst du bei Big Zone chillen, Digga? Wer ist denn bei Big Zone, mit dem zu dem Dominik passt? ich sag jetzt nichts. Jetzt sag mir bitte, jetzt, Digga, sag mir bitte Max. nicht die Namen. Ja, okay, da war das, weil du bei ihm Max ist als kein sein Coach Bodybuilder, bist. Max ist Das ist kein Coach. Bodybuilder für mich, Digga. Ja. Wer? Justin. Wer? Und wer noch, außer Justin? Das war's, Digga. Ich habe da mit Domi schon übereingesprochen, mit dem es nicht so möglich ist, sich zu treffen. Ehrlich? Mit wem denn? Natürlich gleich. Also, aber den Rest, Digga, das sind ich, also, ja, egal. Sonst müsste ich, sonst werde ich. Ich chill ja mit euch, weil ich euch mag und nicht, weil ihr jetzt bei HPN seid und so, Mann. Nee, du nutzt uns aus, weil du unsere Produkte haben möchtest. Hä? Ich muss ja aufzeichnen und werde immer missbraucht für irgendwelche Sachen und so. Ja, Naja. du kommst hier in den HPN-Podcast. Nee, das ist, nee, nur Spaß, obwohl das wirklich Ärger ist, Alter. Also, seht ihr uns alle auf der FIBO. Kevin, also wenn du Bock hast, komm doch einfach rum. Spontan, Und spontan, ja. ja, kommst du da mit Frau oder ohne Frau? Ohne Frau ist immer besser, ne? Ich glaube, Frau muss arbeiten. Ja, Mal siehst du, dann hast du schauen. Ruhe. Dann hast du Ruhe. Die Arme, Ich mach, Alter. ja, Digga, ich bin doch auch alleine da, deswegen mache ich den Spaß. Ich habe auch gesagt, Ich oh habe ja, ich gesagt, habe mit. Sie Arme, nicht ich Arme. Ja, ich weiß. Und ich habe aber auch zu meiner gesagt, ja, bleib du mal zu Hause, habe ich Ruhe, Alter. Ja, nee, Melissa kommt mit. Ja, ich weiß. Ja, meine Ja. auch. Ich bin nicht überlebensfähig alleine. Ich weiß Ja, überhaupt nicht, was ich machen soll. bei dir wundert mich das auch nicht, Ja, Digga. Dommel verhungert Ja. sonst, wenn die Oh, Frau nicht hat. Verhungere, verdurste. Fibo wird echt anstrengend. Also wird Ja, geil, aber schon. echt anstrengend. Habt ihr alle Tickets? Haben wir Tickets? Ja. Tickets, klar. Tschüss. Kevin, hast du Ja. Tickets? Ich glaube, über den Typen, wo wir das Seminar haben, könnte ich noch welche kriegen. Okay. Wenn Ja, es weil drauf kommt. Samstag, also Samstag sind offiziell die Privatbesucher-Tickets schon ausverkauft. Ja, nee, da Da könnte ich, glaube ich, irgendwie, glaube ich, komme ich schon dran. Mal schauen, ja. falls es dazu kommt. Und wenn nicht, dann Okay. komme ich halt so vorbei, wie gesagt, dann ins Studio oder so. Dann geht man da rein, Alter. Wir müssen alle drei erstmal Vitamine doppelt dosieren über die Fibo-Tage, Oh, dass wegen. du nicht krank wirst bei den ganzen Händeschütteln bei und so ein Scheiß. Oh, ja, stimmt. Ghetto Überleg Faust, mal, Junge. ich habe überlegt, also ich habe so viele Fotos gemacht und so, ich war so Ja, matschig. Digga, du bist auch Star, Junge. Wer will mit Ja, mir ein darum scheiß geht es nicht, Foto? Ich aber wollte ja, gerade mit sagen. dir werden auch welche Fotos machen. Aber es geht generell darum, die ganzen Leute ohne Scheiß. Ich werde mir jeden Tag erstmal zwar Aspirin-Komplex geben, bringt zwar nichts, aber mir egal, nur für den Kopf. Multicore dosiere ich doppelt. Ja. Reinhold hat mir noch gesagt, häng dir eine Infusion ins Zimmer. Warst du letztes Mal krank danach? Hä? Warst du beim letzten Mal nach der Fibo krank? Nee, aber ich war nur einen Tag da. Okay. Letztes Mal waren alle nach der FIBO krank, aber ich zum Glück auch nicht. Ich glaube, eine Impfung hilft. Ja, Das lasse ich jetzt mal. Lass ich erstmal nicht. ich hab gehört, alles, was ihr nehmt, doppelt, dann ist man geschützt. Das ist immer ganz simpel eigentlich. Bei Ne? Corona auch funktioniert. Ja. Ja. Halos helfen gegen Erkältung, habe ich gehört. Aber habt ihr das Ja. auch gerade, dass so viele in eurem Freundeskreis krank sind oder Bekanntenkreis krank sind? Ja. Digga, ich Voll will übel. erstmal, pass auf, Melissa letzte Woche krank gewesen. Ich habe gesagt, wenn das bei dir nicht besser wird, ich schlafe auf dem Sofa oder ich schlafe bei meinen Eltern. Ne? Jetzt, seit Freitag, ihre Neffen hier. Ich frage erst noch, sind die krank? Nee, sind gesund. Dann alles gut. Ich schlafe trotzdem auf dem Sofa, vorsichtshalber. Ne? Was ist das für eine Logik? Digga, ich war 14 Tage schon krank. Ich mache die Faxen nicht nochmal. Ja. Dann, gestern, ne? Ich komme von der Dings, vom Wettkampf.
Beide Neffen hier 5 und 3 sind ganz liebe Jungs, beide Durchfall und Bauchschmerzen. Raus! Raus! Ich bin heute Morgen, erstmal Einmal habe ins ich mir. Auto geschickt. Nee, Melissa hat mir das, ge Bestellen. Melissa hat mir das gesagt, aber die haben schon gepennt. Ne? Heute Morgen um 5 aufgestanden, Essen gemacht, wegen dem Seminar da und so. Ne? Cardio nur halbe Stunde, Sachen gepackt, ab zu Eltern. Jetzt bin ich hier im Raum, die laufen da gerade noch rum, die gehen gleich schlafen. Wenn sie schlafen gehen, mache ich letzte Einmal Mahlzeit. durchlüften, einmal Dann durchlüften. durchlüften, letzte Mahlzeit, wieder Multicore volle Packung und wieder ab aufs Sofa pennen und morgen früh bin ich wieder weg. Ja, geht nicht anders, Alter. Ich mache keine halben Sachen, ich mache da nichts unvorsichtig oder sonst was. Ich will nicht, dass irgendwas dazwischen kommt. Ich habe Ehrlich. das gesehen bei Chris Bumstead in einem Video von dem. Beim Olympia hat er so übelst lange Videos mal hochgeladen, Stunde 20, Stunde 30 und so. Da kamen so viele Leute zu dem hin, der wollte auch nichts riskieren. Da ging einer nur noch hier so Bro-Fist und dann war es das so, weil der, ja, du bist kurz vorm Olympia irgendwie. Am Mittwoch, am Donnerstag sind die schon alle da. Am Sonntag stehen die auf der Bühne oder Samstag. Da gibt es jemanden da die Hand, der sich vorher in die Hand gerotzt hat oder genießt hat und dann war es das mit dir. Ja, Mann. Ja. 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 Denk an William in Polen damals. Boah, stimmt, ja. Einen Tag vorm Wettkampf, Ja, den Mann. Nachmittag, Sonntag war Wettkampf, glaube ich, Samstagnachmittag fing es an mit Durchfall. Samstagabend lag der mit 40 Fieber im Bett. Und der war Boah. fertig, der sah wirklich gut aus. Das willst du Weiß noch, nicht ja. haben. Das willst du nicht haben. Das weiß ich sogar Ja. noch, den war ich auch. Rückfahrt. 15 Mal mussten wir anhalten, weil er kacken musste. Ja, Mann, Also danke. nur so einfach habe ich auch schon mal. Deswegen, ey, ohne Scheiß, nichts riskieren. Ich habe auch Dings. Ist wie ein Assi. Ich fühle mich wie ein Assi, aber ich mache auch dann so alle halbe Stunde oder so, desinfiziere ich Hände auf der Fibo, weil geht nicht anders, Mann. Wir können uns das nicht erlauben, es ist so. Ja, das stimmt. Sonst bin ich gleich ruckzuck über unter 130 Kilo, Alter, wenn ich mal anfange zu scheißen und alles rausgeht. Ja, nee. Ich habe mich selber gewundert, also dass das Gewicht so runterging. Und ich glaube, dass bei Dome das genauso auch war, weil der Muskel halt, du bist ja halt komplett dann entleert, Alter. Da ist halt kein Volumen drin, kein Wasser drin. Dann Magen leer, das ist Magen alles. leer, Darm leer, alles ist völlig normal. Aber Dome, denkst du eigentlich noch, dass du diese, was wolltest du auf der Bühne eigentlich wiegen? Er 108 ist Kilo oder so? eingefroren, glaube ich, Digga. 106, 108. Dumme, dein Bild Nee. ist eingefroren bei mir. Nein, bei mir nicht. Mir auch nicht. Dann ist egal, bei mir schon, aber ist egal. Ist ein schönes eingefrorenes Bild. Jetzt bin. Ah, jetzt bin ich ja da. Ich dachte erst. Ja, 106, 106, 108 eigentlich, ja, muss ich mal gucken. Wenn Schaffst du ich das noch? glaube, Was in hast du letztes Mal auf der 101, Bühne gehabt, wo du Profi geworden bist? 101, 102. 101,8, ja. Also 102. Und wenn du wolltest jetzt 108 wiegen. Ja, habe ich am Anfang gesagt, aber es wird wahrscheinlich doch eher 106. Meinst du, die 106 werden dann so schon safe sein, dass du entladen die 106 hast oder gehst du sogar noch weiter runter und dann vollgeladen bei 106? Ich glaube schon, wahrscheinlich wird es auch 104, 105. Eigentlich ist mir das Gewicht, also klar, man möchte immer schwer. Ach Aber so, ich ja, möchte. erzähl erst mal weiter. Achso. Aber ich möchte Sorry. natürlich einfach Topform sein. Nein, bevor ich es vergesse, so wollte ich direkt Der was sagen. sagt. Weil jetzt muss ich echt überlegen. Das hat er Ich habe vergessen. noch nie beim Laden zugenommen. Ich auch nicht, glaube ich. Das ist eigentlich auch richtig. Das Ja, wollte ich ne? vorher noch mal einwerfen, weil ich Ich glaube, meine. schwöre, ich wollte gerade fragen, ob ich was falsch mache. Nein, das ist richtig. Also bei der Peak Week hat mein Coach letztes Mal auch verschissen, Digga. Es konnte nicht sein, dass ich entladen komplett leer bei 124 war und dann 5 Tage später auf der Bühne mit 5 Kilo, 6 Kilo mehr stand und meine Form nicht mehr so war wie Anfang der Woche. Und das lag definitiv am Laden. Weil du meinst, Peak Week kann man vieles falsch machen. Wenn die Oh, Kamera aus ist, häufig. können wir mal sagen, was aus war, was wir gemacht haben oder was er gesagt hat, soll ich machen, was ich machen soll. Und safe war das Laden dran schuld. Ich habe es Und du gestern weißt. zwei Athleten erzählt und ich hoffe, die gucken den, weil die alle gesagt haben, oh, ich werde gar nicht prall, ich werde nicht prall. Ich sage, wir haben mit 84 Kilo angefangen, du stehst mit 83,4 auf der Bühne. Das ist ideal. Man kann nicht 5 Kilo schwerer werden beim Ja, Laden. nee, so ist auch richtig. Vor allem, du musst dir mal, also bei mir ist es auch so, dass ich, als ich 21 mich selber vorbereitet habe, habe ich mich auch so gottlos vollgestopft. Deswegen habe ich auch so einen Ranzen geschoben die ganze Saison. Und jetzt mit Manuel war das deutlich besser und er hat mich auch viel, 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 viel weniger geladen, als ich mich selber geladen habe. Und das hat Ich völlig feuer das gereicht. Ich war auf sogar. der Bühne prall und die Genau. Form war auch immer noch mal besser, als wenn ich
mehr geladen habe. Also das Ich steuere das sogar genau so. Erste, sagen wir mal, 3 Ladetage, du wiegst 105 Kilo, erster Ladetag, am nächsten Tag wiegst du 103. Dann weißt du, okay, nächsten Tag ein bisschen mehr Kohlenhydrate rein. Wiegst du dann wieder 104,5, dann weißt du, ah, okay, das hat ungefähr gepasst. Machst du so ein Mittelding zwischen Tag 1 und Tag 2, dann wiegt er 104, 104,5, Ja. perfekt getroffen, fertig. Ja. Ja, und vor allem, wenn du dann zum Schluss das Wasser ein bisschen rausnimmst. Ich meine, das macht ja jeder ein bisschen, dass man dann Ja, weniger trinkt, dann ja. weniger Ja, trinkt einfach. Und dann auch noch Entwässerung mit rein, ne? Dann gehen ja. noch mal ein, Ja. zwei Kilo raus oder eineinhalb. Also schwerer wirst du auf keinen Fall. Ja, solange Eigentlich nicht, nicht. solange, wobei, nee, das sage ich, ja, das sage ich nicht. Es gibt nämlich Leute, die schon Spirolakton wirklich 2, 3 Wochen vorher nehmen, vorm Wettkampf, ne? Ja. Oh, Ja, ich weiß, dass du so einer bist, habe ich schon ich gehört. weiß auch, Chris, sein neues Investitionsschema. Wir machen das auch 2 Wochen vorher, anderthalb. Ich verstehe das nicht. Verstehe ich auch Macht nicht. keinen Sinn für mich. Das ist so Warte dämlich. mal, ihr Entschuldigung, Bros, aber. Alter, wann soll man es nehmen? Spironolactulan? Wann? Gar nicht. Warum nimmst du so Nee, lange, wenn gar nicht wäre die einzigste Risiko? Antwort, weil das hat nämlich eine Ladezeit von 5 Tagen. Man kann das nur Ja, habe ich auch. Ich ja. hab 5 Tage vorher drin. Ja, und Oder das muss ja 6 Tage. mindestens 5 Tage. Ach so, nee, ich habe Ändert das sich jetzt doch nicht pauschal. 50 Milligramm. Es ist so doof, was ihr gerade sagt. Du kannst ja auch 5 Wochen 50 Milligramm Alldag nehmen. Es ändert sich doch nichts. Du musst doch nur den Aldosteronwert einmal erreichen und dann fährt er doch gleich. Ob du das jetzt 5 Tage vorher anfängst, dann bist du dir vielleicht nicht 100% sicher, ob er da ist oder 7 Tage oder 10. Es ändert doch nichts. Digga, aber dein Elektrolythaushalt ist dauerhaft gestört. Nein. Natürlich, du schwemmst viel mehr aus. Du sparst Salz. Kalium, Aldosteron reguliert du Salzschlamotten, das sparst war's. Kalium, du spülst Natrium auf die ganze Zeit. Dann lest du mal Warum? durch, was Aldactone macht. Nochmal was? Bitte? Dann lest du mal durch, was Aldac macht. Du änderst da nicht viel an deinem Kaliumhaushalt. Also ich sehe keinen Sinn da drin. Ich mache das immer nur einen Tag vorm Wettkampf und am Ein Tag Morgen dann ist herzlichen nochmal. Glückwunsch, kannst du das ganz weglassen. Ein Tag bringt gar nichts. Ja, ein Tag bringt's Ich nichts. rede doch auch nicht von Spirolakton, sondern ich rede von Ja. natürlich Triam und Tora. Ja. Natürlich Ja. kurzwirksam, aber das macht für mich, also das erzähle ich auch den Leuten, das ist für mich diese langwierigen Entwässerungsprotokolle keinen Sinn machen. Weil du willst das Wasser zum Schluss ein bisschen das Wasser raus und fertig. Also es gibt drei, also ich sage ich jetzt einfach mal, wenn du einen Athlet hast, der viel Wasser hält oder mit dem du ein bisschen was manipulieren musst, würde ich immer mit Aldactone anfangen, weil das ist das mildeste von allen. Entweder fährt er dann auf Aldac durch und du regulierst einfach nur Salz und Wasser. Wenn du dann einen hast, der noch irgendwie ein bisschen Wasser drücken muss, weil beim Laden was verrutscht ist, dann haust du vielleicht nochmal eine halbe Trier rein am Abend. Und das ist das gängigste Schema. Also, So haben wir das auch gemacht, nur dass wir halt Alltag nicht 2 Wochen gemacht haben. ja, das ist Ja, voll. das 2 Wochen war jetzt so gesagt. Also auf jeden Fall nehmen wir diesmal zum ersten Mal Alltag rein. Hatten wir die ganzen letzten Jahre nicht. Was hattet ihr drin? Ihr hattet 50, ich hatte, glaube ich, nur gerade die Hälfte drin. Ich weiß gar nicht, ob das dann falsch war oder richtig war, aber mir hat es auf jeden Fall was Ja, gebracht. passt. Ich hatte 2019, als ich Classic gemacht habe, 6 Wochen lang 100. Aber Ja, jetzt auf erklär mir mal jeden Fall. den Sinn dahinter, Digga, das dann anzufangen. da gab es doch gar keinen Sinn. Weißt du, was ich da gemacht habe, Nee, ich Alter? meine jetzt auch in Boah. den anderen Fällen, 5 Tage davor. Es geht nur um Aldactone den macht Spiegel nichts zu erhöhen. Ja, wegen Ja, der Wirkzeit. Die ist so lange. ja. Also Ja, bis aber wie ein Spiegel ist. warum nehme ich dann nicht ein aggressiveres, kurzzeitigeres Weil alles, was Mittel? du aggressiv doch machst, du kannst doch nicht steuern. Ich würde. Natürlich, indem ich die Dosierung Dann anpasse. nimmst das Ding und dann hoffst du einfach, dass es funktioniert. Ja, wenn du die Wie du Erfahrung, das sag, auch wenn du die Erfahrung hast, wenn du weißt, wie viel du brauchst, dann kannst du das so machen. Aber mit Aldag, weil es nicht so aggressiv ist, kannst du es halt gezielter steuern. genau. Okay, also dann nachjustieren quasi dann im Endeffekt dann Ja, nochmal. nachjustieren kannst du dann mit dem Aggressiven, genau. Wenn du jetzt aber, du machst ja jetzt nicht deine erste Wettkampfsaison oder deine zweite oder sonst was, ne? Wenn du weißt, wie du reagierst, dann kannst du es auch direkt mit dem Aggressiven machen. Und mit dem Aldag kannst du halt sanfter rein, kannst dann gucken, okay, vielleicht reicht das schon, vielleicht nicht. Und wenn nicht, dann kannst du ein bisschen von dem Aggressiven dazugeben. Ist das ein Unterschied? Machst du da die Alltagmenge, die du dann nimmst bei den Athleten nach Körpergewicht oder wonach gehst du da? Ja. Ja. Würdest du sagen, dass bei einem schweren Athleten wie mir 25 jeden Tag zu wenig ist? Ja. Ja? Ich würde bei dir 50 oder 75 machen, aber kommt darauf an, wie viel Wasser du hältst die letzte Woche oder Ja, letzte Jungs. Ich gehe jetzt essen, ja, dann kann ich schlafen. Ja, mach das. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut, Alright, dich zu Chris. sehen. Ciao. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schönen Abend. Jo, zieh Danke dir durch. noch. Danke, dass du überhaupt da warst, ne?
Ja, gerne, immer. Tschüssi. Hau rein, Ja. ciao. Und du kannst Aldactone auch so ein bisschen als Versicherung sehen, einfach, dass du zum Beispiel keinen Rebound kriegst. Und dann wären 25 zum Beispiel in Ordnung. Wenn du jetzt einen Wettkampf hast, du weißt, du hast 2 Wochen später wieder einen oder eine Woche später, dann kann man auch super mit Aldactone arbeiten, um überhaupt erst gar keinen Rebound zu kriegen, nachdem du für den ersten geladen hast. Also Aldact ist echt ein super sicheres und gängiges Mittel. Ja, Also da kann man sich auch. wir haben das jetzt mit 25 genommen, 5 Tage oder 6 Tage vorher, haben 25, 25, 25. Und dann haben wir die letzten drei, glaube ich, noch mit 50 und ja, ich glaube mit 50 dann hochgegangen und das war's. Und deswegen habe ich das Natürlich gerade. ist alles nur fiktive Mengen und man sollte natürlich keine Medikamente missbrauchen, aber ist. Ist das ein Medikamentenmissbrauch, wenn man krank ist, was er auf Rezept hat? Ich habe es ja auch auf Rezept tatsächlich von meinem Arzt gekriegt, ja. Ja, ich wollte, wenn man krank ist und sowas nehmen muss, dann muss man das nehmen. Ja, und es gibt ja tatsächlich, also ich habe ja auch ein paar Athleten, die kriegen das vom Arzt verschrieben und nehmen es das ganze Jahr, weil die zum Beispiel gegen Blutdruck damit arbeiten. Zum Aldactone ist Beispiel. sau mild, ne? Ja, Es hat auch und wenn keinen ich. großen Einfluss auf Kalium und sowas. Ja, oder ich glaube, ein Blister bei meiner Oma, da kann mir auch keiner was machen. Ja. Nein, ich meine nur, das ist jetzt nichts, was man hier unbedingt mal nachmachen sollte oder so, weißt du? Nein, natürlich nicht. Stimme. Also, wenn man zu viel davon nimmt, kann man es auch ganz schön verkacken. Weil ich glaube, nämlich beim Aldactone ist es dann so, dadurch, dass das so lange, lange wirkt und sich anreichert und sowas, dann, wenn du die falsche Dosis nimmst, dann glaube ich, kann das auch in die Hose gehen. Ja, keine Ahnung, wenn du dir da 150, 100 Milligramm reinknallst, klar. Aber ist echt ein mega gängiges Mittel und total mild. Und du musst das wirklich mindestens 5 Tage vorher anfangen, sonst hast du die Wirkung gar nicht. Ja. Ja, jetzt habe ich so ein Thema losgetreten, wollte ich eigentlich gar nicht, lustigerweise. Nochmal kurz eine letzte Frage, Dome. Wo hast du denn die Quelle her mit dem, das ist jetzt, damit ich das nicht formuliere, dass bei der und der Übung so und so viel Prozent der Muskelfasern aktiviert werden? Was man, ach so, mit Bizeps Zum und Beispiel beim Bizeps Curl 95%, bei der Brust so und so viel Prozent, wo hast du das Bizeps. her? Von Fabi. Wo Fabi das her hat, da kann ich sicherlich dir mal die Quelle rüber schicken. Okay, Der hat das alles mit Quellen hinterlegt. würde ich mal interessieren, weil das ist nämlich wieder so das Ding, was ich mir so letztens wieder, ich habe vorgestern Arme trainiert und da ist mir dann wieder so aufgefallen, dass Bro Science wieder gar nicht so verkehrt war, weil dann hörst du von dem Oldschooler oder von dem Bro Science Typ, wie man es auch nennt, ist ja scheißegal, ja, du machst mal Langhantel Curls, Kurzhantel Curls und Curls an dem Kabelzug fertig oder Hammer Curls und dann hast du Bizeps getroffen. Und das ist halt so ein bisschen Klugscheißerei, ne? Weil dann redet man so aus der verkürzten Position, aus der langen Position, aus der mittleren Position Bizeps trainieren. Wenn du aber schon bei dem Curl 95% triffst, wozu sollst du dann so viele Varianten einbringen? Du kannst dann einfach zwei Varianten Lateralis machen, und fertig. einmal sublimiert, Genau. ist fertig. Genau, richtig. So. Und das ist halt so das Ding. Und das ist halt wieder so lustig, in Anführungsstrichen, weil wir haben das so bei unserem Training, wo wir am Arme trainiert haben, so ernst genommen. Oh, und du hast das verkürzt und dann triffst du so und dann triffst du so. Dann hätte man sich hinstellen können, genauso mal drei verschiedene Curl-Varianten machen können, hätte man den Bizeps genauso abgefrühstückt. Ja, also beim Bizeps ist es tatsächlich dadurch, dass du so eine extrem hohe Muskelfaseraktivierung hast, gar nicht so entscheidend, ob du jetzt den Ellbogen hinterm Körper curlst, um langen Kopf zu treffen, oder vorm Körper erhöht, um den kurzen Kopf zu treffen. Ja. Die größte Unterschied macht tatsächlich einfach so sublimiert zu curlen und Brachialis-Griff zu curlen, ja. Kevin, achtest du jetzt aktuell auf sowas, auf so eine Trainings- oder auf so eine Übungsauswahl oder gar nicht mehr? Ja, meine Übungsauswahl ist von Dome vorgegeben. Also und stimmt ja. Also hast du das aber schon? Hast du das dann eher so gemacht, wie wir jetzt gerade darüber sprechen, so was, wie wird was aktiviert? Oder gehst du, nee, das muss aus der Länge, aus der langen Position, aus der kurzen Position, aus der mittleren Ben Position trainiert trainiert schon werden? natürlich alles von einer verkürzten gelenkten Position, ja. Also er fängt mit der verkürzten an und geht dann in die lange Position. Und Was aber auch sehr, sehr gut wirkt, weil Bizeps ja auch so eine Schwäche von mir ist. ja. Es funktioniert auf jeden Fall irgendwie, Das ist aber ja zum ich. Beispiel eine Sache, die total einfach ist, und das war nicht ja so ein bisschen wissenschaftlichen Ansatz. Du kannst mir jetzt deinen Trainingsplan schicken und ich könnte die Übung ja so anordnen, dass du einfach effizienter die Übung, die du machst, ist ja scheißegal, ich will gar keinen tauschen, aber ich Ja. kann dir eine vernünftige Reihenfolge packen. Und Ja. zum Beispiel einen höheren Gesamtload am Ende des Tages, wie wenn du, sag ich mal, mit Flachbankdrücken anfangen würdest. Ja, verstehe ich. Ja, nur bei mir ist das Prinzip halt so, oder auch bei meinem Coach, die Philosophie, dass wir die verfolgen, so, das ist für den einzelnen Athleten im Endeffekt am Ende des Tages, in Anführungsstrichen, scheißegal ist, wie du dein Training anfängst. Hauptsache, du absolvierst die Übungen mit der höchstmöglichen Intensität. Und heute habe ich auch wieder mit jemandem geschrieben, der scheint dich mega zu lieben, der hat mir geschrieben, Mike, ich trainiere nach Hit und bla und dann. Habe ich geschrieben, so, ja, Digga, schön. Und ich muss nicht nachher trainieren und trotzdem muss ich ins Training gehen und hohe Gewichte nehmen, um mich versuchen zu steigern. Und wenn das jetzt mittlerweile nicht mehr geht, weil ich irgendwie Schmerzen habe, weil ich nicht
300 Kilo am Seilzug Trizeps pressen kann, dann muss ich halt andere Übungen nehmen und wir versuchen da halt dann anders zu steigern oder halt Intensitätstechniken reinzubringen, damit ich einen anderen Reiz setze. Und hat er gesagt, ja, stimmt. Ja, hier hast du meine Form, so sehe ich aktuell aus. Da habe ich geschrieben, ja, okay, sieht gut aus, danke. So, das ist so, wo ich dann wieder so lachen musste, so auch, ich habe so Kommentare wieder gesehen, wo dann die Leute so, wo die Leute dann so extrem allergisch darauf reagieren, dass der eine halt was anderes mag und der andere mag was anderes. Im Endeffekt ist aber dann trotzdem ganz vieles gleich und es führt trotzdem einen Weg dann nach oben, dass sie das hat, dass die Leute das halt einfach nicht checken, Alter, ne? Es ist ja auch unterm Strich gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war mit diesem Ronnie Coleman-Vergleich. Wenn du eine Weiß ich nicht. Genetik hast wie einen Ronnie Coleman, so, der sah ja brutalst aus und der hat ja auch extremst schwer trainiert. Und da würde ich jetzt gar nicht behaupten, dass das vielleicht einen signifikanten Unterschied machen würde, würde der jetzt alles extremst wissenschaftlich machen. Aber er würde mindestens genauso gut aussehen, wenn nicht sogar ein bisschen besser, weil es ist ja einfach, es ist ja sinnvoll, sich einen wissenschaftlichen Ansatz für seinen Ja, Sport auszusuchen, den ja, man. Aber wenn du zum ja. Beispiel ein Typ bist, der keine Genetik hat und der fängt einfach nur an zu holzen, dann hast du wahrscheinlich einen deutlich schlechteren Muskelaufbau, wie wenn du dann mal hingehst und du sagst, okay, wir regulieren dein Volumen runter, wir schauen einfach, dass wir einen sinnvollen Plan trainieren, wir schauen, dass wir jetzt nicht 36 Mal die gleiche, also zum Beispiel, keine Ahnung, wie oft siehst du Überzüge, Iliac Row, Latissimus eng, und dann denke ich mir so, okay, herzlichen Glückwunsch, Dicker, du bist auf jeden Fall eine richtige Leuchte. Du hast jetzt drei Übungen gemacht mit 12 Sätzen und hast jedes Mal den gleichen Muskel trainiert. Und das machen ja zig Leute im Fitnessstudio. So, da sage Ja. ich mir dann, ey, überlegt doch einfach mal, bevor ihr jetzt ins Fitnessstudio geht, was ihr da gerade macht, Leute. Ihr müsst doch jetzt nicht drei Übungen machen, die immer den gleichen Armpart haben, nur dass du einmal so greifst, einmal so greifst und einmal so greifst. Das ist doch Idiotie, das Ja. ist doch völlig sinnlos. Noch kurz zu dieser Ronnie Coleman-Rechnung, die du gerade gemacht hast. Hätte er aber dann anders, also nach dem wissenschaftlichen Prinzip trainiert, aber nur halb so viel Herzblut und Wäre Intensität schlechter. reingesteckt, da wäre er schlechter gewesen. Das Ja. ist halt so das Ding. Und das checken halt viele Leute. Du hast so viele Stellschrauben. Und diese Stellschrauben, die musst du halt so stellen, dass es für dich halt passt. Ne? Das So, für Manuel Bauer, deswegen wollte ich das echt nochmal sagen, das war auch das, was ihn, glaube ich, das, was wir diskutiert haben. Und da hat er ja auch vollkommen recht, ne? Wenn du jetzt ein New Schooler bist, aber du hast natürlich die mentale Einstellung nicht wie die Leute früher. Und früher, wenn Markus Rühl, das war einfach ein kranker Motherfucker, Alter. Dem sein einzigstes Ziel im Leben, das schwöre ich, das, der war so eingestellt, war Muskelaufbau. Auf Teufel komm raus. Dem war das scheißegal, ob der verreckt, dem war das scheißegal, ob der tot umfällt. Der hat im Kopf gehabt, ich werde der krankeste und muskulöseste Mensch der Welt, egal was passiert. Und mit dieser Einstellung hat er dann trainiert. So, ja. und wenn jetzt einer mit der gleichen Genetik hingeht und sagt sich, ach, ah, noch mal eine Spritze hier, noch mal eine Tablette da. Ah, nee, mach mal lieber nur 8 Einheiten Wachs. Na, heute bin ich aber schlecht drauf und ich habe eine Entzündung links in der Pobacke. Ich gehe mal nicht trainieren. Ich kenne so eine Geschichte von Markus Rühl. Er hat irgendwie 8 Wochen mit einem Abszess trainiert und musste danach seinen Autositz ausbauen, weil der weggeschimmelt ist, weil ihm das Eiter aus dem Arsch gelaufen ist. Der hat aber nicht aufgehört. Der hat das Ding einfach durchgezogen, weil das halt einfach. Die waren Stimmt halt. das? Stimmt das? Keine Ahnung, hat mir Pit Trenz erzählt. Klingt wie so eine Kiez-Geschichte, Alter. Ja, aber Ja, weißt du, Mann. als Beispiel, das meine ich so, das war die Einstellung von den Bodybuildern früher. Die haben einfach alles dafür getan, um Muskeln aufzubauen. Wenn Das der vermisse ich. 500 Gramm Das Haferflocken. vermisse ich heute. Ja, genau. Und das ist das Problem, was, glaube ich, Manu hat. Deswegen war dieser Kontroverse so Oldschool, New School. Natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, um in jedem Sport der Welt erfolgreich zu sein. Du musst einfach mental alles dafür tun. So, ne? Das ist Prämisse. Mehr. Und da ist es auch scheißegal, ob du dann ein durchdachtes Trainingssystem hast, wenn du im Kopf nicht die Einstellung dazu hast, dann bringt das alles nichts. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Sind wir schon bei 1,5 Stunden. Kevin, gibt es noch irgendwas, was du loswerden wolltest, was du worüber du reden magst? Weil du hast jetzt am Schluss ein bisschen wenig gesagt. Boah, Nee. nö. Aber würde mich freuen, wenn du kommen würdest zum Training, Alter. Mach das, vielleicht kriegst du das hin. Ja, wie gesagt, mache ich so ein bisschen nach Lust und Laune. Wenn ich mal ein Ja. freies Wochenende habe, mal schauen, was die Frau auch macht, ne? Ich meine jetzt wegen der FIBO. Ja, meine ich ja. Ja, du bist ja mit dem Schütte da, ne? Zum Drehen, glaube ich, ne? Ja, ich muss nur noch mal schreiben, wenn wir losfahren, ja. Und Ja. dann alles. Und ihr pennt nur von Samstag auf Sonntag da, richtig? Ja. Okay. Du hast aber noch gar kein Content geplant, was du drehen möchtest, was du machen willst, weißt du noch alles gar nicht.
Okay. Hey, ich weiß, ich habe so viele Athleten, ich mache momentan, das ist meine Hauptaufgabe, Ja. die ganzen Das Wettkämpfe. hätte ich jetzt gesagt, wo man dich sehen kann, aber dann wisst ihr das ja alles beide noch gar nicht. Für die Leute, die es juckt, ich bin Donnerstag bei Gymleco, Freitag, Samstag bei drehen wir was mit HPN. Wir gerade Chris plant ja alles, der ist ja gerade das Limitless, glaube ich, initiiert, Alter, weil der das nur am Rumdenken und Rummachen und der rotiert die ganze Zeit. Und Sonntag bin ich, wenn der Podcast rauskommt, dann wissen das eh schon die Leute, bin ich dann bei Climax am Stand für 3 Stunden, 2 Stunden. Ja. Max, bist du da? Wenn der Podcast rauskommt, ja. Dann bin ich da. Macht für mich mehr Sinn, weil ich hab von den anderen Equipment-Hersteller habe ich zwei, drei Sachen benutzt, Digga. Und Was jetzt bei Level, ne? ja, und da wurde, also war, kein schlecht, also ich will niemanden schlecht reden, ist keine schlechte Marke oder so, aber es hat halt für mich hatte ich keinen Mehrwert von. Und wenn ich keinen Mehrwert habe, was soll ich denn den anderen Leuten dann verklickern? Kaufe meinem Code ein, jeden Monat eine Latzughilfe, weil dann hast du den Ja, Mehrwert. Was, weißt du, was ich meine? ich weiß, was du meinst. Ich hab dann immer so auch so bei BioWell, ne? Dann sage ich, BPC ist gut, TP500 ist gut, MT2 ist cool, und Caderin ist cool. Und dann, wenn die dann sagen, ja, und der ganze andere ist, sage ich, nur mache ich nicht. Dann kick mich halt raus. So, was soll ich denn HGH-176-Fragment für Fettverbrennung bewerben, wenn ich nicht der Meinung bin, dass das gut ist, dass es überhaupt irgendwas bringt oder dass ich selber benutze? Ich finde auch, sonst verliert man so seine Glaubwürdigkeit. Machst du auch genau richtig. Ich hatte das ja. Nee, ich hab da auch zu denen gesagt, vielleicht kann ich jetzt auch nochmal so ein bisschen releasen. Ich habe gestern ein Telefongespräch mit denen gehabt, abends, und die haben mir vorgeschlagen, entweder einen zweiten YouTube-Account zu machen oder halt auf meinen jetzigen YouTube-Account so eine. Das würde sich nennen International Mike, also nicht International, sondern International Mike, so eine Series zu machen, dass ich halt rumfliege, mit Leuten drehe, keine Ahnung, nach Holland zu Wesley, nach Holland zu Bonek, nach Marbella zu Dorian und sowas, dass halt so eine internationale Series von mir kommt, dass ich halt sowas halt mache. Habe ich auch zu denen gesagt, du Digga, ich bin dabei, aber wie lange in der Prep kriege ich das jetzt noch gut hin? Weiß ich nicht. Ja, vor Und allem ich selber. denk bitte auch mal dran, dass du nicht 100% bringen kannst, wenn du die ganze Zeit in Ja, der Prep wollte irgendwie gerade sagen. wegschießen reißt. Das wird Ja, dir einiges verhageln, Alter. ich habe heute noch mal kurz vielleicht zum Abschluss ein lustiges Video gesehen. Tim war bei Dorian gewesen und da haben die Rücken trainiert und ich habe einfach richtig im Gesicht von Tim gesehen, dass er null überzeugt davon war, was Dorian ihm da erzählt. Das hat man richtig gesehen. Die haben da angefangen mit Untergriff Latzug, dann haben die gemacht Überzüge und dann haben die gemacht Langhantelrudern. Und dann sagt Dorian zu ihm, ja, wir rudern dann nicht so, sondern wir rudern mit dem Ellbogen eng am Körper. Und aktuell beugt ja Tim richtig weit runter mit dem Körper vorgebeugt. Und Dorian sagt zu ihm, nee, aufrechter, aufrechter, aufrechter. Und dann siehst du dann so, und er sagt, das ist für den Lat. Digga, dann siehst du so, Digga, mit einer langen Hantel triffst du keinen Lat, Digga. So, und nur weil Dorian einen breiten Rücken hatte, heißt es nicht, dass Dorian diesen breiten Rücken nur durch das Langhantelrudern gekriegt hat. Das checken Leute halt auch nicht. Und dann musste ich so mega lachen, weil ich dann so diesen Gesichtsausdruck von Tim gesehen habe und mir gedacht habe, Digga, du glaubst ihm kein Wort, was er dir gerade erzählt. Das ist crazy. Ich finde auch, ich sage auch mal das Beispiel von Markus Rühl mit dem Spruch, der hat immer gesagt, willst du breit werden, musst du breit greifen. Ja, sowas zum Beispiel, Denke ich ja. mir auch, ist ja genau das Falsche, Junge. Willst du den Latt aufbauen, musst du eng greifen. Alles, was eng ist, ist Latt. Das ist Latt. Alles, was breit ist, ist Rückendichte. Also willst du Density haben, dann musst du breit greifen. Ja. Aber Ja. guck mal, auch das hat früher funktioniert. Die wussten, also klingt jetzt so doof, aber viele wussten ja auch damals einfach gar nicht, was sie gerade machen. Ja. Haben es halt einfach gemacht, haben sich da voll reingehangen. Und hey, dann haben die halt zwei Übungen gemacht für den Latt und dachten, das ist für ein. Oder wie viele machen ihren Beinbeuger mit einer hohen Beinpresse? Alle schreiben das immer, oh, ich mache heute Beinbeuger, ich mache meinen Und Fuß auf das Beinpresse. Lustigste ist, das sagt sogar Derek. Ja, und dann denke ich mir so, okay, hoffentlich ist das nicht eure einzigste Übung für den Beinbeuger, weil ihr werdet nie einen kriegen damit. Das ist euer Arsch, Alter. Das ist so Ja. wie, ich greife jetzt zu breit und mache bei beiden Bankdrücken Bizeps. Das würde ja auch keiner auf die Idee kommen. Ne? Und das Gleiche ist ja das, also, das meine ich so mit diesem Oldschool, New School. Man sollte sich zumindest irgendwie mal Gedanken darüber machen, was man da überhaupt gerade Ja, tut. Ja. das stimmt. Deswegen sage ich auch immer, so in ganz vielen Sachen sind wir gar nicht so verschieden. Nur halt dann von der Trainingsphilosophie halt her. Der eine mag das lieber. Ich habe gestern, habe ich Brust und Schultern trainiert und habe ich 2 Stunden 45 trainiert. Wir haben jede Übung 4 Sätze gemacht und die letzten drei, vier, also den letzten dritten und vierten Satz immer mit Drop, Rest, Pause, Halten, so ein Scheiß.
Und ich habe heute auch schon, also merke ich, wie erschöpft das wir, also wie erschöpft ich bin. Und das würde halt jemand, der halt jetzt, keine Ahnung, ne, Nachtschicht arbeitet, irgendwie nicht richtig isst und so weiter oder noch netti ist, der wird das gar nicht regeneriert kriegen. Das geht gar nicht. Das habe ich auch gemerkt nach dem Training mit Heiko, wo ich dann noch 6 Tage später hatte ich eigentlich wieder Beine gehabt und dachte mir schon so, boah, Digga, das wird jetzt aber nochmal richtig schwer, weil der Reiz war so ein anderer, dass ich das gar nicht geschafft habe zu regenerieren. Geht gar nicht. Und jetzt kommt das nächste Wissenschaftliche. Rein theoretisch, das ist eine kurze Kadenz, also die Frequenz kurz, ist ja viel, viel effektiver. Wenn man jetzt über das Jahr denkt, du kannst mit so einem Training einmal in der Woche vielleicht deine Beine trainieren. Anders ist es ja gar nicht möglich mit so einem Zerstörertraining. Ja. Und ich habe ja rein theoretisch 1,5 Mal in der Woche meine Beine. Also am Ende des Jahres habe ich dann ungefähr 25% öfter meine Quads zum Wachsen gebracht, wie du, Ja. wenn du es nur einmal in der Woche machst. Ne? Ja, aber das ist wieder für mich halt Theorie und Praxis. Ist ja Das ist alles. genauso wie, das ist genauso das Ding, ne? Der eine kann sich, Kevin, Das pennst musst du? du Ich bin so rausschneiden. im Arsch, sorry, Alter. Sehe ich, ja. Oh. Der eine haut sich 2000 Milligramm Test rein und braucht kein AI. Und der eine haut sich rein 500 Milligramm und braucht halt ein AI. Das ist halt so, ne? Das ist, solange es halt jedem Spaß macht. Ey, das ist schon mega lang und Kevin pennt ein. Code Dome 10 hast du, ne? Bei Big Zone. Dom 10 bei Big Zone, ne? Dom 10, HPN, Kevin, HPN, Code Mike, BioWell Magic. Habt ihr noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. HTB, bei Kevin gibt's kein. Machst du auch HTB-Werbung? Nee, ne, Ja, ich Kevin? mache HTB auch Doch, mit. ja. Planet Food habe ich auch. E-Books. Was, Dumme? Planet Food. Planet Food. Auch Dom 10. Ja. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Dumme, dass du den Host gemacht hast, dass alles an Sami schickst und dass du meinen Arsch gerettet hast. Und Kevin, danke, dass du die Zeit genommen hast, nochmal so spät. Haut rein, bis zum nächsten Shit Talk. Vielen lieben Dank an euch beide und an Chris. Ciao.